ist das entspannt hier. Tschüss, Lore, hau rein. Ja, und ich hoffe, ihr haut nicht direkt rein. Okay, höchstens in die Tasten. Und damit, Leute, willkommen zum heutigen Animal Crossing Stream. Und ja, die ersten hier im Chat sind Dilshantoad, ich heiße Sven, Instamar. Da geht schon wieder mein eigener Stream hier los. Halt, stopp, Junge. Tendo Gamer, Frey, Pumi, Nick Games, Animal Crossing News, moin moin. Ja. Adrian, Skillman, Galaxy Guy, Raphael Bros, moin. Ja, ich bin ein bisschen ausgerastet. Beim Rübenkauf, würde ich mal behaupten. Ich habe jedenfalls ein paar Rüben, würde ich sagen, oder? Das sind jeweils 100, by the way. Ja, ich habe hier so ein... Und Pummi! Haut einfach direkt einen Euro raus. Was ist denn mit dir los? Ja, moin. Direkt am Anfang. Ich danke dir für einen Euro. Gerne Herzen und Pilze im vielen Chat, Leute. Ganz random. Ich glaube, das ist deine erste Donation bei mir, ne, Pummi? Auf jeden Fall danke dir für den Euro. Danke dir. Ganz random und ganz am Anfang. Hi. Moin, moin. Bewertest du auch Anfängerinseln? Na, bewerten tue ich eigentlich gar nichts. Außer ihr möchtet unbedingt eine Wertung haben. Und Lober Game, auch moin an dich hier. Hallo. Und blauer Yoshi, hi. Da sind die Herzen sehr gut. Ja, ich habe ein paar Rüben gekauft. Ihr denkt jetzt so, Fius, ist das dein Ernst? So viele? Das geht hier noch weiter. Das geht hier noch weiter, guck mal. Hier geht's noch weiter. Im Grunde ist mein ganzer Garten, oder ja, sagen wir mal, die Hälfte meines Gartens ist einfach mal komplett voll mit Rüben. Und ja, die versuchen natürlich heute, ein paar Rüben, ja, ja. Und die versuchen natürlich heute im besten Fall schon ein paar zu verkaufen. Mal gucken. Und ja, guckt daher gerne, bevor ihr mir euren Dodo-Code einschicken tut, ganz kurz bei Nepp und Schlepp vorbei und fragt nach dem Rübenpreis. Weil der ist heute nicht ganz unwichtig, würde ich mal sagen. Und die Städte oder die Inseln, besser gesagt, mit dem höchsten Rübenpreis kommt auf jeden Fall dran heute. So viel ist klar. Alle verkaufe ich nicht, weil dann müsste ich euch dreimal besuchen. Weil, oder viermal, weil alles passt nicht im Inventar rein. Und ja, das Formular zum Einsenden eures Dodo-Codes für eure Insel ist nun eröffnet. Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt im Chat. Dort könnt ihr mir euren Dodo-Code schicken und angeben, ob ihr einen schönen Rübenpreis habt oder eher nicht. Es ist kein Zwang. Also ich besuche auch Inseln, die halt keinen krassen Rübenpreis haben, aber ist es auf jeden Fall gut zu wissen vor, ob ich Rüben einkaufe bzw. mitnehme zu euch oder eher nicht. Daher schickt mir auf jeden Fall euren Rübencode und dann... euren Dodo-Code, euren Rübencode, man kennt ihn. Moin auch an Gender in Game, moin. 41 ist mein Rübenpreis, du musst kommen. Ja, auf jeden Fall, 41, ey, besser kann man es gar nicht haben. Und wenn ihr gehypt seid heute, wenn ihr gute Laune habt, dann lasst auf jeden Fall schon mal gerne ein Like da am Anfang. Das unterstützt den Stream und mich und würde mich freuen. Ja, moin auch an Schofield1106, hi, ich habe 75, ja, läuft auf jeden Fall. Hashtag Rübencode, ja genau. Der gute alte Rübencode, ja. Ich frage mal selber kurz bei mir eben nach. Achso, ich kann noch ein bisschen erstmal Rundgang machen, ne? Ich habe hier so ein bisschen was geändert. Zum Beispiel habe ich hier von Dishon eine schöne Gartenbank bekommen. Hier sind jetzt meine Automaten. Hallo Trita, die macht eine auf Professorin hier heute. Bist du Studentin? Sehr gut. Ja, hier habe ich so einen kleinen Trampelweg gemacht. Und das ist hier neu. Und zwar möchte ich hier so eine kleine Bade- und Wellness-Launch machen. Ja, ja. Das soll hier sehr entspannt sein mit diesem Pool hier. Vorher war hier einfach nur ein Nothing-Special-Weg mit Bäumen. Der ist jetzt weg, ich habe abgerissen. Und jetzt ist hier eine entspannende Atmosphäre. Dein Haus, das ist nichts neu, außer der Dachboden, aber den seht ihr erst ein andern Mal. Ja, das ist hier neu. Und dann habe ich eine Hängelbrücke gebaut zu meinem Blumenplantagenanbau. Ja, kleine Hängelbrücke. Treppe. Brücke sieht auch ganz nice aus, muss ich sagen. So direkt am Wasserfall. Da wäre ich jetzt gerne im Real Life. Und oben möchte ich genau dasselbe auch nochmal machen. Eine Hängebrücke, die ist günstig. Und sieht auch ganz nett aus für so kleine Passagen, ja. Ich glaube, sonst ist jetzt hier nichts groß neu. Hier habe ich ein paar Blumen. Ach so, die Brücke, die ist auch neu. Direkt hier neben Eleonore, neben dem Museum, kann man hier direkt rüber gehen und so. Moin auch an Samuel, sie, wie sehe ich hier, König Bowser, moin moin Lexi. Ja, und hier oben
ist immer noch mein Marktstand. Und hier dieses Rad zum Drehen ist neu. Yay. Und komm, ich bekomme richtig. Oh, schade. Niete. Und hier so ein Karussell-Ding da für die Kinder. Ja, sonst ist jetzt hier wirklich nichts neu. Ein paar Sachen angepasst. Ein paar Items hingestellt. Aber grundsätzlich solltet ihr meine Insel wiedererkennen können. Hoffe ich. Ja, das ist hier ganz nett. Und hier möchte ich noch einiges planen. Keine Ahnung. Hier wachsen ein paar Palmen an jeder Ecke. By the way, ihr könnt auch Palmen, ne, normal platzieren und pflanzen. Ihr braucht da unter einfach nur Sand. Wie am Strand. Habt ihr wieder das gelernt? Hoffe ich. Hier habe ich ein Schild. Oh, Sophie singt. Wieder für DSDS. Sehr gut. Ja, ich würde auch sagen, dann fangen wir auch gleich mal an mit euren Inseln. Ja, ja. Das war jetzt ein kleiner Rundgang erstmal bei meiner. Die sieht voll gut aus. Danke dir. Sieht nice aus. Schöne Insel. Danke, danke. Und Leon S. Hi, auch mal an dich hier. Sieht sehr geil aus. Danke. Ja, ich weiß nicht irgendwie, weil andere sagen immer so, ja, ist voll schön. Aber wenn ich eure Inseln zum Teil sehe, bin ich mal so neidisch. Weiß nicht. Also, meine kommt mir immer so klein vor, weil andere haben noch so riesen Gebiete frei oder allgemein bauen sie so ein großes Gebiet mit irgendwas. Und meine Insel wirkt so klein. Und da ist auch ein Problem, und zwar wirkt die ein bisschen kleiner gefühlt. Wegen diesen Stück, ja moin. Wegen diesen Stücken hier, weil hier kann man einfach nichts platzieren, so wirklich, wisst ihr? Oder irgendwie irgendwas bauen, weil hier einfach zwischen Strand und Fluss halt so wenig Platz ist. Das ist halt so ein Platzverlust. Das ärgert mich so ein bisschen. Und diesen Platzverlust habe ich sowohl auf dieser Seite, also hier, ja, diese ganze Ecke da, und auch hier so ein bisschen, wisst ihr? Diese ganze Linie hier, da kann man halt gefühlt nichts machen. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Aber sonst mag ich meine Insel schon ganz gerne. Moin noch an Farbtendo X2. Und hallo Thomas. Ja, ich wollte dich gerne mit dir reden, hallo. Überraschung, Pius, ich habe was für dich. Und was? Ah, wieder irgendeine Brille. Ich will Items zum Platzieren. Eine Retro-Sonnenbrille, ja danke. Ja, Thomas möchte auch wieder im Video sein, oder im Stream besser gesagt. Ja, Pius, meine sieht auch klein aus. Ja, ich habe halt auch so Inseln gesehen, halt so gefühlt riesengroß. Pius, du brauchst noch Platz für die Sachen, die per Update dazukommen werden. Ja, ja. Ich habe ja auch noch Platz. So ist nicht. Also, ein Gebiet, was ich dann abreißen werde, ist das hier. Hinten, warte. Und zwar, das hier. Und zwar, hier kommt easy ein Laden hin, würde ich dann abreißen. Tube müsste dann umziehen. Ja. Der zieht dann um einfach. Und dann habe ich hier Platz für zwei weitere Läden. In derselben Linie. Das ist alles kein Problem. Aber dieses Gebiet hier ist nicht dauerhaft, sagen wir mal so. Das kann hier jederzeit alles abgerissen werden, in meinen Augen. Das ist alles nur so ein bisschen Platzhalter für die 5 Sterne. Mehr nicht. So, meine ist so normal groß, okay? So, ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich mal an. Genug gequatscht. Jetzt geht's los. Und ich gucke mal direkt auf eure Einsendungen. Und ich habe irgendwie Staub im Mund. Erst mal was trinken. Wie ich sehe, sind eure Preise ziemlich enttäuschend. Wirklich absolut keiner hat über 100. Das tut weh. Wie beim letzten Mal. Absolut keiner hat über 100. Das ist ja mal belastend. Die erste Insel, die wir dann besuchen werden, ist die von Tendo Gamer. Er war der erste Einsender heute. Aber es einfach wirklich keiner über 100 hat, ne? Ist das schon wirklich, ey. Ja, moin. Da muss wohl wieder Twitter regeln die nächsten Tage, weil auf Twitter finde ich immer einen. Also irgendeiner hat auf Twitter safe 500 oder so. Auf YouTube wohl eher weniger. Zumindest heute. Kein Problem, kein Problem. Aber nicht mal über 100? Das ist schon lustig. Also haben wir dasselbe Schicksal wie ich, ey. Ich habe auch mal einen lächerlichen Preis. Noch nie über 100 gab, ne? Das kann mir keiner erzählen. Noch nie über 100. Ah ja. Ach, leckt schon wieder, ja geil. Ja geil. Leckt jetzt wieder dauerhaft? Wir können wieder ausmachen, ey. Mann, ich glaube, ich kann abends nicht mehr streamen. Abends geht mir wohl nicht mehr, oder was? Jetzt geht schon wieder nichts, ey. Ja, geil.
Ja, geil. Aber jetzt geht's wieder. Ich hab schon überlegt heute, ey. Soll ich nochmal abends probieren? Anscheinend war es nicht unbedingt die gute Entscheidung. Machen wir halt morgen am Vormittag. Auch okay. Das heißt, die Server down sind. Nee, mein Internet war gerade wieder durch mit dem Leben. War gerade wieder rot. Kennen wir ja nicht anders. Doch eigentlich schon, aber trotzdem belastend. Na komm. Oh, jetzt geht's, glaube ich. Sehr schön, sehr schön. Ich möchte per Dodo-Code, ja. Aber erst der Hinterteil meiner Insel ist fertig. Okay. Hi, Pius, ich schaue dich so gerne. Danke dir. Freut mich. So, jetzt gehen wir den Dodo-Code ein und jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier schwarz machen. So. Der Dodo-Code ist. Da ist er. Okay. Dann gucken wir da mal rein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen erstmal hier, Stick. Dankeschön, dass du funktionierst. Ich habe den heute ein bisschen sauber gemacht, weil da aus irgendwelchen Gründen da irgendwas drin war, irgendwelche Krümel. Ist er sauber gemacht und jetzt wollte er eben nicht reagieren. Man kennt ihn. So, jetzt aber. Sehr gut. Der Rühmpreis beträgt 89. Ja, stabiler Preis auf jeden Fall. Damit kann man arbeiten, ja. Auf jeden Fall. So, nach Tendoland, ja gerne. Ab geht's. Nach Tendoland. Willkommen an die 30 Leute, Leute. Moin, moin. Das heißt, dass die Server, habe ich schon gelesen. Pius, mittwochs ist der Preis meistens am höchsten. Ja, bei mir gefühlt nie. Werden alle eingesendeten Inseln besucht? Nee. Dann müsste jeder Stream 24 Stunden gehen. Okay, heute haben wir noch nicht so viele Einsen, also heute können wir noch einsenden. Ihr könnt dann eventuell noch drankommen, auf jeden Fall. Aber ich hatte zum Teil wie so 40 Einsendungen, mal lieber. Ich schaffe vielleicht 3-4 in einer Stunde. Dann müsste ich dann ja für 40 Einsendungen ja so 10 Stunden oder so Inseln besuchen. Das ist nicht unbedingt drin. Das ist nicht gerade drin. Natürlich schon, aber so 10 Stunden Animal Crossing, irgendwas auch genug. Hallo Random Big, moin. Sorry, der Preis ist übrigens doch nur 78, das ist euch völlig egal. Also unter 300 verkaufe ich eh nicht. Unter 300 geht hier gar nichts. Oh, er hat die Deutschlandflagge, ha? Huh? Und es regnet bei ihm, ja. Sind wir in Hamburg? Es regnet. Nee, also das Image, das ist in Hamburg, also ne, einige so aus Bayern gerade, die Leute, ne? Haben immer so das Vorurteil, ich würde es nicht Vorurteil, nicht unbedingt, die haben dann so den Eindruck immer so, ja, in Hamburg, da ist immer so schlechtes Wetter, da regnet es voll viel und so. Das ist Bullshit. Vielleicht damals mal, aber so die letzten Jahre, also der Regen hat sehr stark nachgelassen auf jeden Fall. Und so viel regnen tut es jetzt nicht mehr, wie in anderen, also, ne? Ich sehe da jetzt keinen Unterschied mehr zu anderen Bundesländern oder so. Dass es im Norden, Schleswig-Holstein, Hamburg so viel regnen tut. Nee. Das sehe ich gar nicht mehr. Und ja, zumindest im Sommer haben wir jetzt angenehmes Wetter, meistens zumindest. Also, ne, im Verhältnis. So in Bayern haben die Leute so 38 Grad oder 35. Und wir in Hamburg haben jetzt noch 30, 31. Ist noch stabil. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und moin auch hier an Pete. Hallo. Lol, du bist online. Ja, ich bin online. LP Melone. Hi. Und moin auch an Finn. Hi. So, wir fangen gleich mal an. Oh, die Blumen sind schön. Ich habe die bis heute nicht. Die finde ich eigentlich ganz nice. Okay, hier ist seine Rübenplantage. Wie viel hat er so gekauft? Ja, auch schon ein paar. Und wer bist du da hinten? Hallo? Servus. Philippa. Ah ja. Sie sind noch nicht über den Weg gelaufen, oder? Ich bin's, Philippa. Hi. Du hast denselben Namen wie einer von Nintendo. Nee, der hieß Filippo. Ja, ja. Der hat irgendwie, ich war ja letztes Jahr bei Nintendo. Da hat er irgendwie, wie hieß denn das Spiel noch, ey? Das kam im Sommer raus, letztes Jahr. Dieses eine, was so viel gehypt wurde von Nintendo, aber von den Fans zum Teil, die halt so in der Nische drin sind. Wie hieß denn das, ey? Von irgendeinem anderen Entwickler. Das hat, keine Ahnung, ey. Das muss ich, und dieses andere, dieses Shooter-Ding da, wie, was sie auf der E3 und so gezeigt haben. Keine Ahnung, wie diese Games heißen. Keine Schüchternheit vortäuschen. Wir sind hier alle nicht zimperlich. Die meisten zumindest. Okay. Der sieht nämlich auch so ähnlich aus. Naja, was heißt ähnlich, ne? Auf jeden Fall hatte der auch einen. Ja, egal. Kann ich mitspielen? Bei mir ist 2 Uhr. 2 Uhr ist nicht so geil. Da kann ich noch nicht mal einkaufen. Und mitspielen, ich besuche verschiedene Städte.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr den auf Normalzeit stellen würdet. Weil um 2 Uhr ist halt, was soll ich da machen bei deiner Insel? Also zumindest einkaufen ist ja immer schon ganz nice. Und wenn das noch nicht mal geht, dann ist immer ein bisschen doof. Und moin auch hier an Jasmin, Hecki und Rauf, Gold, Finn, sehe ich hier. Hallo, Speicherkarte, auch moin an dich hier wieder. Ich erinnere mich noch an deinen Namen. Hi, ui. Oha. Das ist jetzt hier die Flex. Badewanne, wie viel kostet die? Der Whirlpool. Oh Junge. Ich habe mal in meinem Badezimmer noch in der Mitte Platz, ne? Oh, wie viel kostet der jetzt? Was denkt ihr? 50k? Ja, jetzt kommen wir auf den Preis, komm. 130.000! Kritisch. 5k, wo lebt ihr denn? 5k! Sag mal, lebt ihr noch im 19. Jahrhundert oder was? Weißt du, so vor 30 Jahren oder so hat eine Eiskugel 25 Cent gekostet oder 50 Cent. Jetzt kosten die 1,30 oder 1,10. Also genau aus so einer Zeit kommt ihr da, ey. Mit euren 5k, ey. Ich lach euch an, ey. Ich lach euch aus, nicht an. So, vielleicht immer in die Böden oder so interessant. Ja, mal gucken. Das vielleicht? Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ey. Das hier, habe ich die schon? Ich nehme die mal mit. Und ich finde das auch nochmal ganz nice hier eigentlich. Ich weiß aber nicht, welche ich schon habe, ey. 1 € bei uns. Ja, bei dir, okay. Das geht noch. Aber ich kenne so Preise von 1,30 € oder so. Halleluja. 1,30 € schon hier kritisch. Eine fucking Kugel. Vor allem, einige machen da wenigstens viel drauf. Andere, da kriegst du, keine Ahnung, ey. Ein so ein Löffel. Größe. Schwarzeisenboden. Boah. Irgendwie. Ist das nicht komplett scheiße hier? Obwohl, vielleicht nehme ich die. Ich weiß nicht, ich kann mir die nicht so gut vorstellen. Aber ich nehme die mal mit, komm. Keine Ahnung. 1,10 € bei mir, okay, ja. Ist auch von Island zu Island unterschiedlich. Die einen nehmen mehr, die anderen weniger. Aber euer 5K als Schätzung gerade, das war ja wohl ein Witz. Wie viel kostet eigentlich die Dusche? Habt ihr geschenkt bekommen? Guck mal nach. Okay, die ist günstig. Will die jemand haben? Egal, kauft euch alle selber, ey. Ich kaufe hier nichts für euch. Geht's raus hier. Tschüss. Moin auch an Sebo. Hi. Louis habe ich schon gegrüßt. Und Pascal Günther. Ach ja, hallo. Ich führe dich dann mal rum. Jo, mach das. Ich folge dir, Kollege. Da kann man rüber, okay. Der Paul. Oh, das ist cool. Ich sowas. Oh, wie ich sowas mag, ne? Also, das ist immer so lustig. Ich mag keinen Fußball, aber das hier mag ich. Genauso auch wie Mario Smash Football. Aber das ganz normale Fußball, das Real-Life-Fußball, das mag ich gar nicht. Ganz lustig. Kennt ihr sowas auch bei irgendwelchen Spielen? Zum Beispiel Tennis oder so. In Real Life würdet ihr jetzt niemals spielen, aber in Games ist es mega geil. Kennt ihr sowas? Oh, apropos mega geil. Lecker. Meine Omi hat bald Geburtstag und dann wollte sie mit uns essen gehen. Das wird ja jetzt nichts. Ja, nicht freuen. Ich weine hier gleich, ey. Ui, Sport. Sport ist Mord. Ja. Bei uns 1 €, ja. Das ist doch okay. Aber damals so hier vor 20, 30 Jahren, da waren es ja so 25 Cent bis 50 Cent. Also natürlich damals in D-Mark, nicht Euro. Ist ja klar, ich bin da nicht komplett hier auf den Kopf gefallen. D-Mark, deutsche Mark, Leute, ja. Habt ihr was gelernt hier? Euro gibt es seit dem 01.01.2002. Ja. Ich bin noch im D-Mark geboren. Ja, mein Kinderwagen wurde noch in D-Mark bezahlt. Ja. Krass. So, lass mal einkaufen. Ab zu Kick. Bisschen einkaufen. Moin auch an Edin hier. Moin, Pius. Hi. Hi, habe ich was verpasst? Nö, wir haben gerade angefangen. Erste Insel. Einsenden könnt ihr mir euren Dodo-Code in der Videobeschreibung, ja. Warum rede ich mit dir? Ich will da rein. Cents sind eigentlich unnötig. Finde ich jetzt nicht. Also ich bezahle inzwischen gar nichts mehr mit Bargeld eigentlich. Höchstens beim Bäcker. Weil ich mache jetzt immer alles mit Google Pay und so. Übers Handy. Boah, Feinstrickpullover. Nee, sowas. Jetzt sind wir wirklich in den 90ern. Jetzt sind wir wirklich in den 90ern, ey. Oh Gott. Sowas feiere ich nämlich auch nicht.
Weiß ich nicht. Safari-Hose, Junge, die siehst du ja gar nicht. Ich kann gleich eine Unterhose anziehen. Schürzenrock, das ist von Eleonore. Aber der hat schon einen Rock. Was ist das? Rennfahrer-Outfit, der ist aber Mario Kart, ey. Ich klappe da nämlich einen mit. Der ist ganz nice, aber in Rot, glaube ich. Das fühle ich mehr. Der Rest. Na, ja, nicht so. Ja, nehmen wir mal so ein Rennfahrer-Outfit mit und. Damit ich sie habe, nehmen wir mal eine in. Safari passt in Grau. Komm. Hä? Dann hat nur der keinen Bock nochmal reinzugehen. Pius, ich will da rein, ja. Pius unterschätzt Datenkraken. Was meinst du jetzt damit? Datenkraken? Redest du von Google? Google weiß alles von mir. Die wissen sogar, ich glaube, die wissen echt alles, ey, gefühlt. Die wissen, wo ich wohne, die wissen meine Schuhgröße. Die wissen einfach alles. Heu. Ich weiß meine Schuhgröße gerade selber nicht mal. Ich glaube 44, 45. Google weiß das bestimmt. Die wissen alles. Ich habe schon lange keine Schuhe mehr gekauft. Ich bin keiner, der irgendwie große Klamotten kauft, ne? Also, alle 100 Jahre mal. Aber nicht einer der Leute, die kaufen jede Woche irgendwas. Nö. Ich kaufe lieber Animal Crossing Custom Amiibus für 60 Euro. Hier wird ein Aufgang gebaut. Okay, überall hier 5G-Netz. Sehr schön. Willkommen im Telekom-Land. Und moin auch am Mario-Fan Mario. Hi, Google weiß alles, aber wirklich alles. Ja, die wissen alles. Benutze nur YouTube und Google bei Safari. Kein Google Maps und so, okay. Ein dunkler Leuchtturm, okay, sehr schön. Hier, oh, hier ist so ein Café, ne? Ja, was ist das denn? Hallo? Kollege? Was ist das? Hat jemand eine Ahnung? Hä? Ist das ein Mixer? Nee, das ist kein Mixer. Ich bin jetzt hier nicht der Küchenprofi. Müssen mal mehr Kochshows gucken wie meine Omi. Nee, das ist doch kein Mixer, ey. Das sah eben so aus. Was ist das denn, ey? Abo-Head kauft sich ganz gerne mal Schuhe. Ja, ja, der gönnt sich richtig. Heizgerät. Ah, okay. Noch nie gesehen sowas. Noch nie gesehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Gulli. Nee, ist ein Tisch. Ist der gleich groß? Ja, ja, ja. Passt. Oh, die Bank ist ja mal geil. Hast du eine Bank für mich? Ist ja noch geiler als die von Dishan. No hate. Oh, wo kriegt man die her? Ich will auch, Mami. Ey, das ist voll nah. Lol. Ey, das gibt richtig was her. Ich finde das voll schön. Das war irgendwie so, das Wasser hier so hat. Und dann hat er alles da oben drauf gebaut. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Hat auch was. Ist ganz schön. Mhm. Ach, by the way, Leute, wir können mal ein bisschen über neue Update-Gerüchte reden. Und zwar gab es heute einen großen Data-Mainer Leak und so. Und zum Beispiel dieser relativ unbedeutender unbedeutender, ja, kann man so sagen, Mini-Strand, der wird noch eine Bedeutung haben, Leute. Und das sehen wir bestimmt bald. Dieser Mini-Strand, er wird unser Leben erweitern. Jeder hat ihn auf der Insel und dort wird was passieren. Denke ich mal. Außer sie haben es rausgenommen aus dem Spiel, aber ich denke mal, das wird per Update alles freigeschaltet. Also demnächst, ich kann mal ein Versprechen raushauen, in den nächsten 3 Tagen, also. Obwohl, nee, in den nächsten 2 Tagen, also entweder morgen oder übermorgen, erwartet uns ein Animal Crossing Update, ja. Das werden wir dann zusammen hier im Stream erleben. Morgen oder übermorgen wird es soweit sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So heißt das hier. Ja, ja. So, gehen wir mal in sein Haus. Ich komm da mal rein. Okay, erstmal der Garten. Das ist ein Gartenzwerg. Oh, da hinten müssen wir hin. Das ist ja auch schön da, mit dem Anker und so. Aber erstmal geht's in sein Haus.
Turtle-Insel. Wer weiß. Moin auch an Nintendo Freak und Frogman. Hi, auch an dich hier. Moin. Ui. Ja, das macht was her, muss ich sagen. Gut, der Staubsauger, den würde ich jetzt nicht unbedingt hier reinstellen. Aber sonst, gerade der Kamin und so, fühle ich richtig. Okay, was ich nicht so fühle, ist, dass man sich da nicht hinsetzen kann. Aber dafür kannst du ja nichts, sondern... Ja, die Entwickler. Aber sonst... Und dass man den Fernseher, glaube ich, nicht anmachen kann, ne? Ja, das geht auch nicht. Das ist echt blöd. Und doch. Ui, lol. Was gibt's da? Ja, stopp. Yeah, Wetternachrichten. Oh, das ist schön. Ganz, die ganze Welt sehen wir da. Okay. Bei uns wird's morgen kalt. Okay, gut zu wissen. Waren wir heute warm genug? Und wer bist du? Oh, hallo. Die finden die Augen, Kollegin. Was ist passiert mit dir? Man weiß es nicht. Das ist auch ganz entspannt. Wenn man sich denn mal hinsetzen könnte, irgendwann mal. Okay, dann halt nicht. Aber, was ist das? Ach da, oh lol. Okay. Ja, sehr schön. Zwei Haustiere. Eine Poli und ein Hamster. Sehr schön. Pius, wenn nicht, schuldest du mir 10.000 Sternis. Moin noch an Wax TV. Pius Falke, wo kommst du denn her? Aus welchem Jahrhundert? Hallo auf jeden Fall. Und Christian, mehr noch moin an dich hier. Oi. Oi. Ja, meine Toilette hier. Ja, sehr schön. Was heißt meine aber? Ne, die ich auch habe. Duschraum, ja. Ist schön, ja, ja. Gefällt mir. Mhm. Und moin auch an. Marlin, moin, kommen wir etwas spät? Ach, nö, eigentlich nicht. Wir sind jetzt in der ersten Insel erst, also du kommst auf jeden Fall noch rechtzeitig. Haben gerade erst angefangen vor fast einer halben Stunde. ich brauch schon wieder viel zu lange hier. Okay, da ist noch gar nichts. Und moin auch an King WGXDE. Oh Mann, ihr macht mir wahrscheinlich das nicht leicht hier mit den Namen, ne? Die ist wahrscheinlich kritisch. Das sind so Namen wie Galaxy Guy, Marlin oder LP Melone ein bisschen entspannter, ja? Oder auch Louis. Da kann man nichts verkehrt machen. Oh, Dark, hier kann man auch nichts verkehrt machen. Lol. Ich finde diese Küchen auch, diese hier, ne? Ja, die ist auch geil. Fangen wir da einfach beides, ne? Zwei Spülen, Junge, also. Und zwar mal ein Herd. Der Flex. Oh, die ist einfach ein Marmor. Holy. Fühl dich richtig. Also Küche ist, mein Lieblingsraum bisher. Ich habe sogar dieselbe, Tapete aktuell bei mir drin. Ah, die Küche ist schon, ja, die ist echt, die ist Daumen hoch. Und immer eine Pflanze. Pflanzen sind toll. Ich brauche mal wieder eine Pflanze in meinem Zimmer. Ich hab hier... Die geht aber immer ein bei mir. Ich bin zu faul zu gießen. Oder? Ich vergesse es auch immer, ey. Ich hab hier immer irgendwelche Pflanzen ab und zu gehabt. Die sterben immer alle. Das war ein bisschen nahe, ey. Oh, willkommen. Ja, moin. Ich brauche mal irgendeine Pflanze, die nicht so viel Wasser braucht. Ein Kaktus oder so. Oh, ey, was ist hier? Okay, Schlafraum. Oh Gott, diese Dinger hier. Die fühle ich zwar mal so gar nicht, aber sieht ganz nett aus. Und die Uhr mag ich zwar auch nicht so wirklich. Also, das ist so ein bisschen altmodisch eingerichtet, würde ich mal sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Modellbahnen altmodisch sind, aber natürlich war eher damals beliebt als heute. Na klar, gibt es immer noch große Fans und viele Fans vor allem, aber ist auch eher eine Sache, die man sehr aktiv damals gemacht hat, aber ist auch cool. Die Deutsche Bahn fährt und fährt. Ja, aber auch ganz schön. Doch, doch. Pius, der Pflanzenwetter. Ja, es tut mir leid, ey. Leon, nochmal an dich hier. Aber Polly geht's gut. Wisst ihr eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich glaube, draußen oder so. Polly, komm in den Stream. Und hier ist anscheinend sein Arbeitszimmer auf jeden Fall, ja. Oh, die Werkbank ist geil. Ich habe nur die kleine bisher. Ventilator, den hätte ich auch ganz gerne jetzt. Ich muss mal wieder aus dem Keller holen. Ja, hier klaue ich erstmal seine Videoideen. PC.
Schön, schön. Gefällt mir. Sehr schön. Pius, wie oft hast du fühlen gesagt? Ja, so ein paar Mal. Kannst du bitte hochgehen? Pius, ich finde die Modellbahn voll cute. Ja, die ist echt süß. So, ich glaube, jetzt sind wir fertig, ne? Ja. Wir sind fertig. Hab jetzt auch endlich New Horizons. Sehr gut. Kennt TV, sehr gut. Ventilator habe ich auch. Ja. Ich glaube, ich habe meinen bisher draußen. Weil mein Haus einfach voll ist. Hab keinen Platz mehr. Oh, schöner Pool, ja. Habe ich auch. Aber du hast deinen irgendwie so nothing special. Meiner ist so mit Licht und so. Weißt du? Das war's, okay. Noch nicht ganz. Da hinten waren wir noch nicht, oder? Nee, hier waren wir noch gar nicht so. Oh, hallo? Als ob man da nicht durch kann. Bruder. Dann halt anders. Dann halt so. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Das ist ja mal mega geil. Ey, ich denke immer so, ich habe alles gesehen bisher. Aber nee, es gibt immer wieder was Neues. Das ist ja mal mega schön. Wow. Das sind wir, das war's. Hier waren wir noch nicht. Oder ich hab's ignoriert. Nee, hier waren wir noch nicht. Definitiv nicht. Obwohl, da, doch, hier waren wir schon. Aber wir sind irgendwie anders gekommen. Oder? Waren wir. Nee, also das habe ich hier nicht beachtet, zumindest. Die Palmen sind auf jeden Fall richtig schön. Doch, doch. Und was ich auch geil finde, die Leute haben alle ihren eigenen Garten. Das finde ich immer sehr schön, wenn die Leute, beziehungsweise die Bewohner, ihren eigenen Mini-Garten haben. Das ist immer schön. Ja. Ja, sehr nice. Dann würde ich sagen, tschüss. War schön hier. Man sieht sich wieder. Tschüss. Hau rein. Noch ganz kurz auf den Pass gucken von ihm. So. Kleinviehverhinderer. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich meine, du hast Hamster. Okay. Hinterfragen wir nicht weiter. Der arme Hamster, Leute. Wir müssen den Hamster da rausholen. Ich rufe sofort Peter an. Die Tierschutzorganisation, ja. Wir müssen vorbeikommen. Wir müssen den mitnehmen, ja. Geht's doch nicht. Da muss man doch locker durch... Was? Durchpassen? Ne, ah ja, ja. Von Umfang auf jeden Fall, aber... Die Hitbox ist halt ein bisschen größer, ne? Bei mir haben die Bewohner einmal eins Garten. Wow, Tobias. Sehr schön. Mal noch ein Anime Boy. Moin. Hallo. Hi, ich habe endlich Animal Crossing. Sehr schön. Wird auch Zeit, Kollege. Peter hat doch über Animal Crossing New Horizons gelästert. Unterstützt die nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, irgendwie. Also, Tierschutz ist ja schön und gut, ne? Also, ist wichtig und so. Aber die kann ich nicht ernst nehmen. Die kann ich nicht ernst nehmen. Also, WWF und so oder kleinere, ne? Alles wunderbar. Aber die kann ich nicht ernst nehmen. Mit: Leute, bitte angelt keine Fische. Bitte nicht. Und dann kommen sie in ein Museum, wo es denen so schlecht geht. Also, habt ihr schon das Museum von Eugen gesehen? Also, ich finde das schon ganz gut. Ich würde da als Fisch gerne leben. Obwohl, naja, na klar, im Meer ist irgendwie geiler. Aber besser du wirst, besser als wärst du, wenn du gegessen wirst, oder? Man muss mal so denken. Okay, so, wir reisen weiter zur nächsten Insel. So, das war bisher Insel Nummer 1, Leute. Jetzt geht's weiter mit Insel Nummer 2. Und hat irgendjemand einen guten Rübenpreis? Nö. Wir haben jetzt jedenfalls einen, der hat 115, aber das ist natürlich nicht mein Anspruch. Aber wir machen natürlich weiter. Mit der nächsten Insel von Schofield 1106. Bist du am Start? Wenn ja, besuche ich jetzt deine Insel. Was hast du vorher geplant? Inwiefern? Inseln besuchen und dann mal gucken, wie lange wir heute machen. Vielleicht machen wir noch ein anderes Spiel oder so. Müssen wir mal gucken. Und Nezia Aksoy. Oh Gott, die Name. Tut mir leid. Hi. Also Dünschalle ist einfach, zum Beispiel. Oder Louis. Louis. Louis, 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 das geht klar, aber. Hi, auf jeden Fall. Moin. Ja. Bist du da?
Muss mal gucken. Guck mal, Briefkasten. Okay, machen wir ganz kurz. Wir gehen mal zum Briefkasten. Und nice. Okay, du bist da. Sehr schön. Und Sebo, bitte deinen Dodo-Code in der Beschreibung einschicken. Dort ist ein Google-Formular. Da kannst du mir auch deinen Rübenpreis mitteilen und so weiter. Ich habe ein paar Rüben, ne? Ein paar sind's, oder? Guckt euch das an hier. Sind doch ein paar, oder? Also, so drei oder so. Das sind bei jeweils 100, ne? Ui. Vier neue Briefe von Markus. Ein neues Shirt, was ich glaube ich schon habe. Trotzdem danke. Ein Brief von Nico. Aha. Danke, dass du vorhast, mir eine LED-Lampe zu bestellen. Ach, der Nico ist es, okay. Ich hoffe, du hast das noch nicht. Für mehr Sicherheit, hoffentlich gefällt dir deine neue Überwachungskamera. Ui, danke dir. Hätte ich ganz vergessen, ich wollte dir mal so ein LED-Ding schicken. Ich brauche Rostbauteile. Wieso schreibt das alles auseinander? Das schreibt man zusammen, Kollege. Und noch einer. Grüß alle, die irgendwas schreiben. Bubble ist drin. Nee, da war nur eine Leertaste vertauscht. So. Dann öffnen wir mal alles. Da ist die Überwachungskamera, sehr schön. Hier ist Eisenerz. Kann ich mal gebrauchen. Klimaanlage, sehr schön. Und Modelleisenbahn. Oh, danke dir, Dishan. Und alle anderen auch. Ja, Nico und das ist noch eine. Das ist noch ein Geschenk. Was haben wir hier Schönes? Eisenshirt, okay. Ja, die Modelleisenbahn, die stellen wir irgendwo hin. So. Da fährt die Deutsche Bahn. Sehr schön. Ey. Mein Garten ist dezent voll, ja. Und den Rest stellen wir auch erstmal hier ab. Wie zum Beispiel okay, den Karton jetzt hier unbedingt. Die Wahrungskamera, ja gut. Die ist für die Wand. Ja, alles dahin erstmal, komm. Klimaanlage. Ja, genau, passt. Für Pius ein paar Rüben, für mich gefühlt unendlich viele Rüben. Ja, mein ganzer Garten ist voll mit Rüben. Das wird sehr schön werden, wenn ich die alle verkaufe. Dann bin ich Multimillionär. War ich jetzt schon, aber dann erst recht. Dann erst recht. Ja. Die Eisenbahn habe ich dir nicht geschenkt. Nur Eisen und Klimaanlage. Okay, aber wofür das Eisen? Ein Ding, einfach so. Okay, reisen wir weiter. Hat wir einen guten Rühmpreis bisher leider nicht. Ich möchte fliegen, genau. Ja, nerv nicht mit deinem blöden Main-Ticket. Ich nehme das bald weg. Online. Ja. Ich hasse mein Internet eigentlich manchmal. Ja, kenne ich. Fühle ich. So. Wir reisen zu ihm. Zum Scottfield. Er ist da gewesen eben. Deswegen reisen wir jetzt zu ihm. So, per Dodo-Code. Gehen wir ganz kurz den Code ein. Zum Glück sind die nicht so lang. Passt. Hoffe, ich kann joinen. Und es klappt. Sehr gut. Leider 57, ja. Der Rübenpreis ist bei mir auch immer lächerlich. Keine Ahnung warum. Rübenpreis war letzte Woche bei mir 482. Ja, das ist geil, das ist geil. Morgen Abend bis übermorgen früh werden die Maximalpreise bei Rüben erreicht werden. Bei dir, oder wie meinst du das? Hat wer einen Rübenpreis über 120 Sternis? Ich glaube, keiner, der hier eingesendet hat, hat irgendwie einen guten Preis. Ne, das Beste ist hier, okay, 177. Aber ich sag mal so, unter 300 will ich eigentlich nicht verkaufen, weil da hat sich dann der Aufwand gar nicht gelohnt. Und so. Muss schon mindestens 300, also am besten wieder so 500 oder 600, wie beim letzten Mal. Das wäre natürlich wieder mega geil. Aber wo mega geil. Was habt ihr denn alle für Inseln, ey?
Sag mal, was baut ihr denn immer alle? Ich sehe allein schon die Forscher und denke mir so, Junge, wie viel Zeit hat das gekostet? Junge, also ich sehe ja hier eine geile Insel nach der anderen. Was lust ihr euch ein? Ja moin, ja guten Tag erstmal hier, hallo. Moin. Die Steine sind auch toll. Bisschen Design. Und hier die Straße. Yay. Das ist schon nice. Aber der Fußweg fehlt. Der Fußweg fehlt. Oh, hier ist ein Zebrastreifen, okay. Aber der ist falsch. Kollege, der ist falsch. Wenn das wirklich ein Zebrastreifen sein soll, dann ist der falsch. Die Striche müssen nämlich so. So müssen die Striche. Ja. Und nicht in die Länge. Ja. Da guckst du schockiert. Ich bin hier Verkehrsexperte. Er ist verkehrt. Das ist kein richtiger Zebrastreifen. Das sind hier. Das würde vom Bauamt so nicht übernommen werden, ja. Das gibt Abzug in der Punktewertung. Oh, gerade das Stuff hier. Kann ich leider nicht mitnehmen, ne? Oder? Das geht? Ich dachte, man kann keine Fossilien und sowas mitnehmen. Ich nehme das mal mit, okay? Vielen Dank. Lol. Das geht echt, okay. Da wird sich Eugen freuen. Oha, ja. Gibt aber keine Autos, nee. Da hast du recht. Okay, erstmal einkaufen. Ab zum Einkaufen. Ja. Oha, ja. Würdest du auch Inseln besuchen, die nicht so weit sind, um Verbesserungen und Inspiration zu geben? Ja, aber ich sag mal so, jemand, der jetzt noch nicht mal den ersten Laden hat, da nicht unbedingt. Aber sonst auch kein Problem. Aber ich sag mal so, wer noch hier in Zelten wohnt und so, das ist dann halt wirklich interessant. Aber sonst halt, klar, gerne. Das ist eine Klimaanlage, ne? Oder so eine Heizung, was ist das? Mhm. Ich glaube aber, die hat mir gerade jemand geschickt. Ich glaube, Dishan, das war Dishan, stimmt. Mhm. Zauberzett, ja. Ja, für 89, komm. Nimm mit. Easy. Und hier so? Musst du heute Timeskip nutzen, das habe ich kein Problem mit. Was haben wir hier so Schönes? Ja. Da fühle ich jetzt mal so gar nichts, außer hier, das ist ganz lustig, hier der Schädelboden. Nehmen wir mit. Ich habe dir die Klimaanlage geschickt, ja danke. Das werde ich gebrauchen im Sommer, ja. Ist mal kochen heiß hier alles. So, raus hier. Hat schon einen halben Laden leer gekauft, der Kek hier. Ja. Wenn man mit der Story durch ist, ja dann klar. Dann auf jeden Fall. So, gehen wir weiter. Oh, die kann man auch umgestalten. Oder ist das ein Style? Meine ist immer schwarz, die ist weiß. Die Uhr. Alles wird gut. Was soll das hier werden? Aufpassen. Oh, das ist ärgerlich, ne? Er hat das Museum einfach, es muss ein umziehen, ein Platz umziehen. Das ist belastend, ne? Damit es hier passend tut, das ist ärgerlich. Belastend. Das ist ein Schild, okay. Bisschen hinterm Baum versteckt. Würde ich woanders hinstellen eigentlich, eventuell. Ist hier irgendwas? Hier liegt Laub rum, okay, interessant. Und hier geht's zur Brücke. Wollen wir da hin? Da ist dein Haus, Kollege, komm. Gehst du deinem Haus? Oder du willst dahin? Okay, dann gehen wir dahin. Ach, hier ist Kick. Okay. Hier ist Kick. Ich habe jetzt beim Link, beim Formular den zweiten reingesetzt, weil. Was? War reingesetzt, weil mein Spiel abgekackt ist. Ah, okay. Und Next Flash. Es gibt wieder einen Todos-Kanal. Er kommt zwar nicht so auf Videos, aber den gibt's wieder. So. Ab in den Umkleideraum. Und hier gibt's Militärkleidung. Nehmen wir einen grünen mit, warum nicht? Und sonst so. Ja, habe ich das meiste, glaube ich, schon. Ich glaube, die habe ich noch nicht.
Bärenmütze. Habe ich auch noch nicht. Will ich zwar niemals anziehen, aber nehmen wir mit. Komm. Und das ist ja nice. Cowboy-Stiefel. Welcher Farbe? Ich glaube, ich finde die hier im Braun am besten. So, helles Braun. Ah, helles Braun. Helles Braun ist schön. So, ab zur Kasse. 5000. Was? Och, Mann. So ein Müll. Der hat kein Bärenoutfit. Passt das jetzt? Pff. Keine Socken. Warum denn? Will er mich verarschen? Oder willst du mich verarschen, Tina? Als ob. Was ist das für ein scheiß Service? Der macht halt Online-Lieferung. Boah. Diese Paketlieferung. Cool, hab gerade meinen Laden fertig. Kannst gern zu mir kommen, okay? Lade mich nicht aus hier. Hier, kriegst ein bisschen Müll. Gönn dir. Geh sofort wieder rein. Lacht er mich aus, ey. Wo sind wir denn hier? Schau im Briefkasten wieder zurück. Bist schon wieder was von dir? Okay. Oder allgemein wieder was Neues. So, jetzt aber Tina. Ja, jetzt. Ha? Ich weiß, dass da nicht genug Platz steht. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Also, nehme ich halt, was wollte ich jetzt überhaupt haben? Die Cowboy-Stiefel. Soll's einfach per Post schicken nach Hause, ey. So unnötig. Aber so weit hat Nintendo natürlich nicht gedacht, ne? Warum sollte man sowas auch denken, ey? Also, wurde eh so einiges weggelassen. So, hallo, weiter geht's. Oh, hier ist das Haus, ja. Hm. Was ist das hier? Ah, so ein Kino! Ein Kino! Können wir das anmachen? Ah, du hast die Leinwand verkehrt, ne? Die muss hier hin. Zwei nach... Oder er möchte zwei machen, dann weiß ich nicht. Und Dankeschön fürs Abonnieren an 123 Paul123 YouTube. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen bei Hashtag Team Toad. Ich grüße dich. Moin, moin. Und was? Eine Switch ist gebogen, okay. Ich flute mal meine Stadt mal. Okay, gönn dir. Ja, zwei, okay. Okay. Okay, aber eine tolle Idee. Bisher noch nicht gesehen, sowas. Müll. Oh, wer wohnt denn hier? Wie hart ist das denn, ey? Wie heißt denn der Müll? Oh, es ist hart, ey. Das ist Müll? Ah, schon fies, ne? Ja, schon fies. Ich sag mal so, ich finde den hier schlimmer. Real Talk. Da geht die noch voll klar. Also ich finde den hier, den Reinhold, unsympathischer. Die gucken irgendwie alle scheiße. Die gucken alle voll depressiv. Okay, die ist toll. Katharina. Der geht auch noch klar, der Norbert. Angela hat auch einen harten Tag. Ja, der ist süß. Aber ich sag mal so, der ist auch nicht so geil. Naja. Und auch der guckt so depri. Habe ich auch die Dörte, okay. Ist sie da? Okay, wir suchen sie mal. Wir besuchen mal den Müll. Ich bin da mal raus, muss später auch noch was für meine Insel tun. Bye, bye alle. Okay, tschüss, hau rein. Oh, lol. Was ist denn bei dir los? Dörte, hast du im Lotto gewonnen? Ja, moin. Gib mal bitte was ab, so eine Mille oder so. Pff. Also... Na gut, im Grunde hat sie einfach ein Grab hier, ne? Weil diesen Dingern hier ist ja immer ein Toter drin gewesen. Im Ägypten und so. Allgemein ist er wie so ein, ne? Also im Grunde hast du einfach ein Todeszimmer. Wenn man es mal ganz streng nimmt. Mit einer Kerze oben drauf. Rest in Peace. Da wo drin war. Petunia? Und moin auch an Senf99 fürs Abonnieren. Danke dir. So, Dörte, naja. Gah, die Nase kenne ich doch noch nicht. Ah, du bist ein Tourist, ne? Ja. Ja, ich wollte deinen Ägypten besuchen.
Ah, ja, das höre ich oft. Ich bin's, die Dörte. Ich hab hier mein Ägypten, ja. Alles gehört mir. Pyramide habe ich gekauft für 3,6 Milliarden. Alles meins. Und hier, Originaltapete habe ich rausgerissen. Aus einer Sphinx oder so, oder irgendwo rausgerissen. Ist das alles meins? Original. 300.000 Jahre alt. Nee, ich weiß nicht. Ich hab's nicht so mit Wikipedia. Ah, okay. Ja, fühle dich hier wie zu Hause, aber das macht Eintrittspreis hier von, ja, 30 Sternis, ne, pro Minute. Oh, okay. Eintritt 30 Sternis pro Minute, das ist teuer, das ist teuer. Aber sehr schön, jetzt will ich einmal der King sein, warte mal. Ich bin jetzt der King. Ah, der Kerzenständer ist im Weg, aber trotzdem machen wir ein Bild. Ich bin hier der Pius. Sehr schön. Moin auch an Claudi, Suchtboy und Timix2. Hi. Ja, sehr schön. Also, ihre Bude gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Die Dörte. Der englische Name ist besser, okay. Und so Müll ist sie doch gar nicht. Also, komm. Also, da geht's schlimmer. Frechheit. Müll. Oh Mann. Und, oh, das ist süß. Ja, das ist schön gemacht hier. Eine Blumen. Bisschen Steinweg. Denn der Brunnen gefällt mir. Und wer bist du? Oh, hi. Hier geht's zu einem Café, ja. Er will was trinken mit mir, okay? Du lädst mir ein, ne? Sehr schön. Oh, ich habe gerade random einen Steinlöwen-Anleitung bekommen. Ah. Ja. Habe ich auch schon. Da habe ich vor meinem Museum stehen. Nee, rechts vom Museum habe ich die stehen. Ja. Ja. Überall dieses Steindesign, ja. Hier kann man essen. Katzengras. Wow. Polly freut sich. Ich glaube, hier hinten ist nichts, oder? Nö. Sieht aus wie bei mir, die Ecke hier. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach oben. Komm. Nur noch mein Haus. Okay. Da oben ist nichts. Gibt es überhaupt irgendwo eine Brücke? Ah, hier ist ein Aufgang. Keine Brücke, einen Aufgang brauche ich, Kollege. Ui, hier werden Blumen gepflanzt und dupliziert, ja. Und sonst ist hier oben nichts, nehme ich mal an. Aber das da hinten, das macht mich ein bisschen stutzig. Was ist das hier? Was ist das? Ach so, sieht einfach nur so aus, okay. Da ist gar nichts. Okay, ja, sah sehr interessant aus, wie der Fluss da so verläuft, ne? Krass, etwas grün, meinst du? Ja, hier ist noch einiges grün. Aber er hat auch noch viel zu tun hier, nehme ich mal an. Und jetzt gehen wir mal in sein Haus. Ab in seine Hütte. Früchtefarm, ja. Und da eine Hundehütte. Yay. Der Hund ist einfach angekettet. Ja, moin. Kann er sich doch hier frei bewegen auf der Insel? Oder gibt es hier Hundeleinenpflicht? Und schon wieder die Modelleisenbahn, ja. Ich muss aber sagen, es ist hier ein bisschen dunkel. Also, mir ist das hier zu dunkel. Vor allem halt ohne Fenster und so. Hä? Ist ein bisschen dunkel. Aber schön eingerichtet. Okay, hier kommt der Fernseher, nehme ich mal an, hin. An die Wand. Kann man sich hier hinsetzen und RTL gucken. Oder YouTube. Ja. Kommst du nicht rein? Anscheinend kommt er nicht rein. Er traut sich nicht, ja. Oha. Hier regnet einfach alles. Willkommen im Badezimmer. Sogar Gewitter. Ja, moin. Und eine Waage. Nice. Joa, allgemein sehr dunkel. Klar, hier fehlt jetzt das Licht, aber trotzdem. Keine Fenster bisher. Keine Fenster, ey. Aber eine helle Uhr. Louis ist noch da, sehr schön.
Die Flex erstmal komplett, ja. Oha! Komplette Änderung alles von allem. Komplett hell hier alles. Helle Möbel. Sogar Licht noch an. Fenster. Musik. Hier geht's ab, ey. Im Schlafzimmer. Gerade da, wo es eigentlich eher dunkel sein kann. Da hat er alles sehr hell eingerichtet, okay. Was machst du da? Geh mal hier rein. Gucken wir mal hier rein. Also das Haus von Dörte war schöner. Hab nichts gesagt. Okay, den Raum, den fühle ich komplett. Also, real talk. Dieser Raum hier als Badezimmer wäre voll nice. Also wenn du jetzt hier noch die Toilette hinstellst, Waschbecken, hier eine Badewanne oder so, weißt du? Mit dieser Bambus-Optik, das ist nice. Das hier als Badezimmer würde mir gefallen. Weil ich finde diese Regentapete nicht so geil, aber das hier ist schön. Da kann man gerne ein bisschen mehr draus machen. Oder das Schlafzimmer. Das wäre auch schön. Du schläfst so voller Pflanzen und so. Ja. Auch nicht schlecht. So, ab zum Dachboden. Ja. Wollte für mein Bad auch die Sturmnachttapete nehmen, aber hab gemerkt, nö, passt nicht zu meinem Stil. Und deswegen ist es sein gelassen. Ja. Lol. Ja, moin. Was ist denn hier los? Okay, also der Raum ist wirklich geil. Yay! Komm, ich bin voll gut. Wir schaffen's. Oh, verloren. Kann man damit was machen mit dem Ding hier? Nö. Aber hier kann man bestimmt spielen, oder? Oder? Ja, so irgendwie so mehr oder weniger. Yay, wir sind voll die guten Boxer. Das habe ich ja selber, das Ding hier. Das habe ich. Bei mir auch, ja. Schöner Raum. Ja, der gefällt mir richtig gut. Der ist richtig nice. Hey, hat jemand Rosen für mich vielleicht? Ich habe ein paar Rosen. Also grundsätzlich kann ich dir Rosen geben. Wenn du keine besonderen Sorten oder so haben willst, oder besondere Farben. Die ganz normalen Farben, die habe ich. Also der Raum war echt gut, ey. Der hat mir richtig gut gefallen. Irgendwie ist es Tradition, dass mein Handy ausgeht im Stream. Ich wollte mal gucken, was mein Handy so sagt. Akku leer. Man kennt ihn. Ist eben immer so. So, ich glaube, den waren wir jetzt überall, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir waren überall, ja. Dann würden wir sagen, hier war noch nicht. Campingplatz, ja. Chill Area, ah ja. Ja, so ein Cocktail gönnen oder so, so ein Kokosnussding. Und dann entspannst du dein Leben. Yay. Sehr nice. Und hier darf man nicht durch. Oha, Sperrgebiet. Aber die Zebrastreifen sind einfach nur falsch. Das ist Trigger ohne Ende. Ich zeig's mal ganz kurz, damit ihr mir alle glauben könnt. So. Ich suche gerade ein gutes Bild. Das kann man hier nehmen. So. Wir haben es gleich. Da. Da gehen die los. Dann gehen die Streifen so. Ja. Bei dir, Kollege, gehen die ein bisschen anders. Bei dir gehen die so. Also, die Streifen gehen auf der Straße. Das ist ja der Fußweg. Und hier würden die Autos fahren. Ja? Das ist alles falsch. Das musst du korrigieren. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So, reisen wir zurück. Aber gucken ganz kurz auf deinen Pass. Habt ihr das gelernt? Launischer Siedler, okay.
Das Bild ist auch richtig toll. Gefällt mir. Ja. Das musst du korrigieren. Zum nächsten Mal. Ne? Das ist so richtig hier dann. So, ab nach Hause. Das geht so nicht. Das triggert mich ehrlich gesagt gar nicht. Doch. Das muss alles korrekt sein. Wie war's? Das war schön. Sonst hat es mir sehr gefallen. Wie lange geht das Stream? Nochmal gucken. Jetzt haben wir eine Stunde gerade erreicht, ja. Aber das war noch gar nichts, ja. Da geht noch mehr. Wie viele Inseln wurden eingesendet? Boah, weiß ich gar nicht. Schon einige. Und die nächste Insel für den heutigen Stream ist die Insel von Adrian Leuna. Wenn du da bist, melde dich einmal ganz kurz hier im Chat. Obwohl, du bist da ja, ne? Ja, bist da noch. Sehr schön. So, willkommen zurück hier auf Toll Island. Und moin an Karina. Hi, bin neu. Ja, willkommen im Stream und auf dem Kanal. Ich grüße dich. Willkommen, willkommen. Und wenn es dir gefällt, kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Moin erstmal an dich. Und moin auch an Mr. Blackout. Hi. Erinnerung, Briefkasten ruft. Stimmt. Hätte ich schon wieder vergessen, ja. Hätte ich schon wieder vergessen. Stimmt. Der Briefkasten. Da war ja noch was. Besuchst du auch Inseln, die keinen Laden haben aufgrund von Umbau? Das ist blöd, dann würde ich sagen, das ist beim nächsten Mal, weil Laden ist schon mal eine wichtige Sache für mich. Um ein bisschen einzukaufen. Also dann würde ich sagen, andermal, okay? Ich besuche ja relativ oft Inseln. Neues Glücksraddesign. Tasche ist voll. Mein Garten ist auch gleich voll. Passt einfach gar nichts mehr rein. Ich habe zu viele Items und Rüben. Erstmal alles ablegen hier. So. So. Ich muss später mal zu Eugen. Aber das mache ich alleine. Ist ja nicht sonderlich interessant oder so. So. Ab zum Briefkasten. Was haben wir jetzt bekommen? Mach auf. Zwei Briefe von Blauer Yoshi. Einmal das Glücksrad-Design. Also neues halt, ne? Und noch irgendwas für den Rummelplatz, okay? Interessant. Was sagst du zu den, habe ich schon vorhin angesprochen, aber auf jeden Fall einmal mal an dich hier. Ja, es gibt einige Infos. Ich habe so ein bisschen überlesen. Überflogen. Und ja, also es gibt einige Infos zum dem Museum, dass da, neue Abteilungen dazu kommen, wie zum Beispiel die Abteilung der Gemälde zum Beispiel oder das Museumscafé, das ist ja schon länger bekannt. Oder auch, dass hier am, ja gut, jetzt so nicht, dass am geheimen Strand, ja, dass hier am geheimen Strand, dass dort was passieren wird. Dass dort ein Boot anlegen wird oder sogar mehrere, also ne, immer an unterschiedlichen Tagen. Dass da irgendwas immer passieren wird. Und deswegen bin ich schon ganz froh, dass ich vorgesorgt habe. Und zwar führt ein schöner Weg zu diesem kleinen Ministrand, ja. Hab da echt gut vorgesorgt. Den kann man auf jeden Fall richtig gut erreichen. Eventuell, wenn das wirklich stimmen sollte, mache ich hier sogar einen Aufgang runter. Und mache ein bisschen vom Boden, von der Fläche weg und mache den Aufgang runter. Das werden wir mal sehen. Je nachdem, ob das denn wirklich stimmt. Mache ich den Aufgang runter. So, wir gucken uns ganz kurz die neuen Items an. Und dann geht's zur Insel von Adrian. So, wo stelle ich das denn noch hin, ey? Ich habe so wenig Platz, ey. Kritisch. Das Team Toad-T-Shirt muss woanders hin. So, erstmal hier so hin. So, das erste Geschenk. Das Zahlenrad. Ah, das meint damit anders zu sein, okay. Interessant. Und im zweiten Geschenk ist noch ein Zahlenrad. Welche Farbe ist das denn? Das sind einfach drei verschiedene, okay. Nice. Ziemlich viele Zahlenräder hier am Start. Die würde ich einfach am liebsten alle nebeneinander hin machen, aber wo? Aber wo? Das ist ein Problem.
Da brauche ich erstmal Platz. Ich dachte, das ist ein anderer Automat oder so. Nee. Das sind andere Zahlenräder. Hm, wo mache ich die hin, ey? Kritisch. Scheiße. erstmal hier eins hin oder so am Rand. Ja, ist nicht so geil. Ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Ich lege sie erstmal mal hier hin. Für später. So. Dann mal gucken. Und jetzt geht's zur nächsten Insel von euch, Leute, ja. Was machst du da, Eleonore? Ah, du isst einen Donut, oder? Ja, ist ein Donut. Gönn dir. So, ab zur nächsten Insel. Auf ganz entspannt. Insider, ja, gibt einige News. Wie besuchst du uns? Also halt, was müssen wir nochmal machen oder sagen, damit du auf unsere Insel kommst? In der Beschreibung ist ganz oben ein Link zum Google-Formular und dort kannst du mir deinen Dodo-Code schicken. So, ab zur nächsten Insel. Was machst du dorthin, wenn das Gerücht nicht wahr ist? Boah, dann irgendwelche Campingstühle oder so. Aber ich denke mal, das stimmt. Würde auch Sinn machen, weil, ne? Jeder hat auf seiner Insel so einen kleinen Mini-Strand und da muss ja irgendeinen Sinn haben, ne? Denk nicht, dass der einfach so ist, weil das Spiel lustig sein wollte. Nee, ich glaube, das hat einen tieferen Hintergrund und ich glaube, dieser kleine Mini-Strand wird noch sehr bedeutend sein. Würde auch Sinn ergeben, ne? Ich meine, jeder hat ihn, ne? Also, irgendwo hat jeder diesen Strand. So, einmal ganz kurz schwarz machen. Dann gebe ich den nächsten Dodo-Code ein von Adrians Insel. So. So. Okay. Los geht's. Da möchte ich hin, genau. Und dann gucken wir mal, wie seine Insel so sein wird. Hat jemand für mich gelb und blaue Pfingst-Dinger? Oh Gott. Ich weiß nicht mal, welche das sind, ey. Ich kenne mich mit Blumen nicht so aus. Das ist ein Problem. Deswegen kann ich es dir nicht beantworten, ob ich die habe oder nicht. Aber blaue habe ich nicht so sehr. Nicht so viele. Deswegen eher nicht. Eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, dann reisen wir erstmal hin, ne? Das dauert ja mal ein bisschen. Wir erweitern unser Spielerlebnis. Wenn es dann klappt. Sehr gut. Ui! Er hat auf jeden Fall viele blaue Blumen. Die sind ja nice. Die sind richtig schön. Und eine Katze als Wappen. Sehr nice. Das gefällt mir. Und dann gucken wir mal, ob mir sein Laden und seine ganze Insel auch gleich gefallen wird. Hi. Er hat ein Pflaster. Hallo. Hab viel um die Ohren, sammel Materialien, Lepp und Schlepp laden, wird dabei mein Kredit und Tina. Ja. Am Anfang haben wir immer viel zu tun. So, was haben wir hier so Schönes? Okay. Stuhl und Tisch. Weiße Laternen. Ui. Eine Anleitung. Was ist das für eine? Ich guck mal nach. Ich bin mal so frei und guck mal nach, ne? Bambus, Sprossenlampe. Ich glaube, die habe ich schon, oder? Ja. Okay. Dann lasse ich die für jemand anders da. Ui. Hast denn du da gebaut? Da kommen wir doch irgendwie hin. Ewig nicht, ne? Aber was ist das denn da? So ein Wasserfall-Tower. Tower. Kann man schon sagen. Ja. Hat was. Hat was. Hat was. Bin auf Versehen auf Dislike gekommen, aber sofort auf Like gedrückt. Ja, sehr schön. Aber Like schreibt man anders. Und zwar L-I-K-E, mein Lieber. Ja. Hast du wieder was gelernt? K
Campingplatz, ja, sehr nice. Oh, da ist eine Katze auf dem Boden. Aber, wie ich aktuell in der Liste weiter ansehe, die Rüben werden wir heute nicht verkaufen, weil wir einfach alle kein Glück haben mit den Rüben, belastend. Überall so ein paar Wege gemacht, aha. Das ist auch schön, sowas, das gefällt mir auch. Auch sehr nice. Ui. Also, auch die Insel gefällt mir optisch. Auch hier schön mit den Wegen, immer so zwei breit, ja. Auch die Insel gefällt mir optisch richtig gut, obwohl man natürlich sagen muss, also ich sehe hier nicht so viele Brücken bisher, aber das kann noch kommen. Kann man schön Musik machen, ja. Sehr nice. Die Woche hat heute erst begonnen. Es gibt noch 5 Tage, ja genau, aber ich will mal möglichst schnell verkaufen, um das Geld zu haben. Um mein Haus zu upgraden auf die letzte Stufe. Und zwar, der Keller fehlt noch, ja. Dann habe ich alles. So, runter da. Auf jeden Fall schöne Ecke da, auf jeden Fall. Ich habe circa 1 Million in Rüben investiert. Ja, ich auch. Richtig intensiv ausgegeben alles. So muss das. So, geh weiter. Auf jeden Fall, auf der Karte sieht es auch ganz nice aus. Dieser Tower. Das sieht schon echt. Könnte aus wie so eine. So ein Windrad oder so. Also von oben, ne? Ja, schon. Ja, schon schick. So, gucken wir uns ein bisschen um hier so ein bisschen. Der Karte. Was haben wir hier so? Mhm. Und die Bewohner. Oh, Leute, was sind das für Leute, ey? Wer bist du? Anton? Mhm. Mach heile, du Ehrenfrau! Mach heile! Okay, ich bin sehr gespannt, was Mareile zu mir sagt. Also ich glaube, sie sagt einfach nichts Besonderes, aber ich habe ja selber eine Mareile. Das ist das erste Mal, dass ich dann jemanden noch eine Mareile treffe. Welche Mareile ist cooler? Meine oder seine? Nach kurzer Telefonpause wieder da. Ja, sehr schön. Willkommen zurück. Das bist hier ist Mareile, ne? Ja, genau. Mareile, du Ehrenhuhn. Hühnermist, Leute. Ja. Hühnermist. Ich bin's. Der Boss ist da. Ah, hier hat meine Mareile eine Switch stehen. Sie hat nur eine Blume. Mareile, hi. Kennst du mich noch? What? Hä? Die sagt Moin, Pius? Seit wann sagen sie Moin? Seit wann sagen die Moin? Hä? Ja, Moin, Mareile? Hahaha, nee, wir zwei Hübschen kennen uns noch nicht, ne? Doch. Deine Schwester, die heißt auch Mareile, die gibst du mir auf der Insel. Ich bin die Mareile, ja, ich kenne dich ganz gut. Seit wann sagen die Moin? Ist da ganz was Neues. Ja, denn schö. Man sieht sich wieder, Mareile. In spätestens ein paar Minuten auf meiner eigenen Insel. Auf meiner Insel hat heute jemand Geburtstag. Sehr nice, ja. Bei mir hatte schon mal Rudi Geburtstag. Komm mal mit, okay, ich folge dir. Dein Pokéball, glaube ich. Ja, Pokéball, immer diese Pokémon-Fans. Schlimme Menschen. Ich folgte schon. Muss nicht immer stehen bleiben. Ich krieg das hin. Bin sogar schneller als du. Weil du so langsam bist. Oi! Oi! Ja, auch sehr schön. Und da oben einfach ein Dino. Da müssen wir hoch. Sagen auch Ehrenmann, ja, das weiß ich. Aber Moin habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja selber eine Mareile und spreche die immer dauernd an. Yay! Der Dino ist echt nice. Der Dino ist echt nice. So, runter da. Ich habe mir auch einen bestellt. Kommt morgen an.
Hier werden Blumen gefarmt. Okay. Hier ist ein Sportplatz, der noch ein bisschen chaotisch ist, würde ich sagen. Ja. Da ist ein Leuchtturm, auch sehr nice. Schöne Farben. Das sind die Originalfarben, oder? Nee, meiner ist gelb. Warum ist meiner gelb? Ich will auch die Farben. Das sind nämlich Original-Leuchtturmfarben. Da kann man springen, sehr nice. Und hier ist so ein Entspannungsort, aber auf jeden Fall. Sehr schön. Gefällt mir voll gut. Und glaube ich mal, ich muss mal meinen Pool mal ändern, weil blaues Licht ist auch voll schön. Ja, auf jeden Fall. Wenn wer Stahlträger braucht, kann man mit mir tauschen. Stahlträger? Ich weiß, was Stahlträger sind im Real Life, aber hier im Spiel? Wie sehen die denn aus? Hier ist so ein Camping, so, nee, nicht, nee, hier nicht Camping, sondern Picknick, genau, ja. Mit dem Flamingo. Und wer bist du? Heinz! Ah, neues Gesicht! Bist von Toll Island? Ach, du streamst gerade sogar. Ja, nice, ich bin's, der Heinz. Folgt mal auf Instagram. https://instagram.com/derheinz133. Okay, ja, immer diese Werbung hier. Ich bin auch erst kürzlich hergezogen. Vorher war ich in so einem richtigen Kaff. Ja, glaubst du gar nicht. Das war nicht Rheinland-Pfalz oder ja, Sachsen oder so. Nee, nee, war woanders. Ah, Jetzt bin ich aber hier und ist voll schön eigentlich hier. Ja, gönn dir. Lol, was machst du denn hier? Gibst du mir eine Anleitung? Also, ich habe dich schon mal gesehen auf meiner Insel. Uhu, schönen guten Abend. Sind die Sterne nicht wieder ein Gesicht? Hab bisher noch keine gesehen? Oh, fast vergessen. Ich habe mir die Tage eine Anleitung für ein tolles, oh Gott, Astronomie-Projekt abgeschrieben. Na gut, war das doch nicht so schwer. Ja, gib mal her. Was kommt da jetzt? So ein Mond oder so? So ein Riesenmond für die eigene Bude. Bin gespannt. Eine Stierbadewanne. Wie sieht das denn aus? Lol. Okay, der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt bisher, würde ich sagen. Sehr nice. So, gucken wir mal rein. In die Stierbadewanne. Willst du mich verarschen? Junge, was? Das ist die Stierbadewanne. Also, wenn ich da im Real Life rein müsste, ich würde mich komisch vorkommen. Die Stierbadewanne, also. Ja. Ah ja. Gut, gehen wir zu Kick. Ich habe Platz im Inventar. Gehen wir ein bisschen shoppen. Ja, moin. Wie viele Inseln machst du noch? Mal gucken. Uff. Warte, wie findet ihr die Stierbadewanne? Schreibt eine 1 in den Chat, wenn ihr die toll findet. Und eine 2, wenn ihr sagt so, naja, eher nicht. So, ab in die Umkleide. Ein bisschen shoppen, wenn ich hier was Schönes finde. Eine Kettenhose. Sieht man eh nie. Okay, das sieht aus, als hättest du so einen Peilsender. Damit die Behörde immer weiß, wo du bist. Oi, jetzt geht's aber los hier. Ah ja. Sind wir japanisch unterwegs hier? Ich finde das hier irgendwie voll nice. So ein düster Dog. Oh Gott. Pff. Okay. Ja. Hat er wohl den Kampf verloren? Und die Bürste. Und ein Friseur. Na gut, der hat zu. Kann man auch nicht verlieren, den Friseur. Blumensocken. Ja, nehmen wir alles mal mit. Warum nicht? Das sieht so schlimm aus. Oh Gott. Jesus. Stopp. Ja, mein neues Outfit. Gefällt mir. So, die meisten schreiben 2, 2. Ah, okay. Einer schreibt 1. Einer schreibt 0, aber ja, 2 überwiegt. Okay, war ein schöner Einkauf auf jeden Fall. Tolle Klamotten. Oh Mann.
Ein schöner Einkauf auf jeden Fall. So, ab zum nächsten Laden. Wo ist der? Direkt daneben an, okay. Einkaufen. Ich will Insel noch besuchen. Weiß ich noch nicht. Werden wir noch sehen. Ich weiß es nicht. Okay, der hat jetzt hier wirklich nur Müll. Vielleicht eine schöne Tapete oder so. Eher nicht. Also raus hier. Raus im Haus. Nook! Ah ja. Was möchtest du mir damit sagen? So, waren wir jetzt überall eigentlich? Ne, hier war noch nicht, okay. Viele Blumen, die ich immer noch nicht habe. Ich will auch diese Blumen. Hier gibt es eine Brücke. Zum Dino, ja, da waren wir schon, ja. Hier ist sonst erstmal nichts. Und was willst du hier? Aber eine Katze als Wappen. Schön. Und das Ostertor, ja. Guck mal, er ist jetzt nach hinten gerannt, weil das Team ja Verzögerung hat und so. Ich bin schon längst hier vorne, Kollege. Haha. Ich nutze Sheets. Nicht. So, Mareile hat auf jeden Fall ein schönes Haus, muss ich sagen. Mareile, das Ehrenhuhn, lebt auf jeden Fall sehr schön. Ja. Schöner Platz für Mareile auf jeden Fall. Ehre an dich. Okay, ich würde sagen, war schön. Man sieht dich wieder. Tschüss. Aber erstmal kommt noch ganz kurz auf den Pass. Pass ansehen. Geschmackvoller Kaputtmacher. Er macht euer Haus kaputt, Leute. Halten Sie Abstand vor diesem Kaputtmacher. Ja. Fällt gerade was ein. Waren wir in seinem Haus? Waren wir in seinem Haus? Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn nein, fail. Aber dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Irgendwann besuche ich ja jede Insel mal zweimal, denke ich mal. Um zu gucken, wie euer Fortschritt so ist und so. War ich zu Hause? Ja, meinst du? Okay. Gut zu wissen. Okay, ich habe 85 Designs hochgeladen. So viele? Ich habe eins. Ich habe eins. Immerhin, ne? Immerhin ein Design. Wer ist das nächste? Werden wir gleich sehen. Hallo Guido, moin. Der Isa. Ja. Wieso stehen Nap und Schlepp so weit auseinander? Ist bei mir auch so. Die halten die Abstandsregelung ein. Abstand 1,5 Meter, hallo? Wird eingehalten von denen, ist doch gut. Und ein Abo kommt rein, und zwar von Luca. Dankeschön fürs Abonnieren, willkommen auf dem Kanal und willkommen hier im Stream. Hi auf jeden Fall. So, hi Kollege. Was geht? So, habe ich wieder was Neues im Briefkasten? Wir gucken mal nach. Ja, da ist sogar was. Ja, moin. Hi und Basti, hi. So, ab zum Briefkasten. Zwei neue Briefe, einmal von Tim und von Alex. Dollarzeichen, okay. Bester Brief. Leben. Boah, Leben kann ich auch immer gebrauchen. So. Aber bitte mehr als ein. Holz. Ich glaube, das war abgespielt. War immer mehr als ein. Das eine Holz ist nämlich aktuell eher ein Ballast, was ablegen muss, um wieder Platz zu kriegen. Aber trotzdem, danke dir. Mann, ich habe hier so viel Kram wieder rumliegen. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ist alles voll hier. Einfach alles voll. Hilfe. So. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz für die nächste Insel, die wir jetzt besuchen werden. Und die nächste Insel ist Fawn. Gucken wir jetzt mal nach. Erstmal abhaken, wo ich eben war. So,
Und die nächste Insel ist von Animal Crossing New Horizons News. Animal Crossing New News, besser gesagt. So heißt du. Bist du noch da? Wenn ja, melde dich einmal ganz kurz im Stream-Chat. So. Oder hast du vorher ausgemacht? Nee, deinen Dodo-Code kannst du in der Beschreibung einschicken. Dort ist ein Google-Formular. Aber jede Insel kommt in einem Stream nicht dran. Dafür sind es zu viele. Aber ich versuche möglichst viele dran zu nehmen. Du warst nicht mal im Haus? Echt nicht? Dann sorry, ich hab's vergessen. Am besten gehe ich immer zuerst ins Haus, um es halt nicht zu vergessen hinterher. Dann halt beim nächsten Mal. So, mal rein. Oh, hallo Trita, was machst du denn da? Trita? Was wird das? Ach, du überlegst. Trita, was los? Willst du ausziehen? Willst du mich verlassen? Ich habe eine Custom-Video von dir bestellt. Du ziehst hier nicht aus. Boah, ich hab überlegt von hier... Trita? Einfach nur nein. Was? Ich hab überlegt, hier wegzuziehen und so. Was? Du hast eine Custom-View von mir bestellt? Mir gefällt es hier schon, aber ich brauche einfach eine Veränderung. Schwester? Ich hab für dich 60 Euro bezahlt für eine Custom-View. Du ziehst hier nicht weg, weil ich dich anbinden muss an eine Kette. Frechheit. Ich liebe dich. Es stimmt wohl schon, dass ich das Leben auf dieser Insel noch nicht zu 100% ausgekostet habe. Ja, hallo? Lass sie gehen, dann lass sie wiederkommen. Nein, warum? Ist voll unnötig. Dann muss ich sie wieder einfach dreimal auf dem Campingplatz einladen und so. Das ist ja einfach nur unnötige Zeitverschwendung. Und ich habe das Risiko, dass bis dahin jemand anders einzieht. Dann muss ich die anderen erstmal wieder ausmobben. Na gut, ich kann die abschieben, ne? Geht schon, aber bringt mir ja nichts. Warum? Wenn du wirklich willst, dass ich bleibe, dann sollte ich wohl erstmal von meinen Plänen absehen. Ja, für immer. Trita? Warum? Du enttäuscht mich. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Hochzeit, Leute. Und zwar habe ich im letzten Animal Crossing Stream einen Verlobungsring bekommen. Und den möchte ich jetzt mal an meine zukünftige Frau überreichen. Ja, den Verlobungsring. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe sogar zwei, wie ich gerade sehe. Ja, moin. Ja, okay. Nehmen wir den weißen. Weil passt ganz gut zu Eleonore. Und wir gehen jetzt zu meiner zukünftigen Frau hin. Und gucken mal, was sie zum Verlobungsring sagen wird. Ich bin sehr gespannt. Eleonore, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist soweit. Die große Hochzeit steht an. Oh, Eleonore, ich hab von dir ein Bild gemalt. Wir kennen uns seit 6 Jahren durch New Leaf. Wir haben so viel durchgemacht. Dein zweiter Umzug in meine neue Insel. Wir haben so viel durchgemacht, Eleonore. Weißt du? Wir hatten so schöne Tage zusammen. Und ich habe so viel über dich erfahren. Ja, in New Leaf mehr, weil die Entwickler in den 8 Jahren nicht geschafft haben, gescheite Texte für die Charaktere zu machen. Ist dann das Thema. Aber Eleonore, in New Leaf, da warst du so Gespräche, da hattest du eigene Texte, wie jeder andere auch. Und weißt du, da hat man so viel über dein Hobby erfahren und so, weißt du? Ich weiß, in New Horizons, da war nicht im Budget drin, eigene Texte für jeden Charakter, aber ich verstehe das. Wir können trotzdem heiraten. Ist drin, ja, ja. Weißt du, wenn ich mehr über dich erfahren möchte, spiele ich New Leaf. Ja, ist okay. Aber komm, heiraten können wir trotzdem. Dreh dich nicht um. Komm, ja, genau, komm zu mir, meine Süße. Oh, das ist ja meine freudige Überraschung. Komm ruhig her. Ich habe einen Ring für dich, ja? Bitteschön. Oh yeah. Nano, das willst du mir schenken, wirklich? Das hier. Aber das ist doch ein Verlobungsring. Vielen Dank. In letzter Zeit habe ich Gefallen an solchen Designs gefunden. Ich wusste gar nicht, dass du mich so sehr liebst. Ich weiß. Du hast ein Bild über mich gemalt. Vor 4 Jahren oder so. Aber du liebst mich wirklich? Ja, ich habe länger darüber nachgedacht und es ist soweit. Das kann ich gar nicht glauben. Wann möchtest du denn heiraten? Ja, aktuell ist er ein bisschen kritisch und so. Du weißt ja, ne? Versammlungsverbot und so. Kann man ein bisschen warten bis nächstes Jahr.
Ne, bis das hier alles zu Ende ist und so. Ja, das verstehe ich. Aber ich nehme was an auf jeden Fall. Wir können ja nicht heiraten, ja. Nice. Nice. Es ist soweit, Leute. Der Hochzeit steht nichts im Wege. Und sie schenkt mir auch gleich ein Moosgesteck. Für unsere Tischdeko. Sehr nice. Leute, wenn das nicht ein Grund ist, ein Like da zu lassen, weiß ich auch nicht. Ihr Noch und ich, wir werden heiraten. Es wird soweit sein. Nächstes Jahr, wenn Corona zu Ende ist, dann werden wir heiraten. Ihr Noch, ich freue mich schon so drauf. Es wird so super. Oh yeah. Ihr Noch, es wird so schön. Ja. Wir freuen uns so sehr, Leute. Unser großen Liebe steht nichts im Wege. Elnores Kopf sieht aus wie eine Teetasse, ja? Sie heißt im Englischen, glaube ich, auch Tee. Ist gewollt. Deswegen hat sie auch so ein Teezimmer. Elnore, das wird super mit uns zwei. Wir lieben uns ja so sehr. Deswegen drehst du mir gerade den Rücken zu und rennst einfach weg von mir, aber ist okay, ist okay, ist okay. Weißt du, solange du für mich immer kochen tust, Tee kochen tust, backen und so, ne? Und das Haus putzen, deswegen hast du auch schon dein Putzzeug an. Solange du das alles tust, kannst du auch gerne mit dem Rücken einfach weggehen. Ist okay. Hauptsache abends hast du Zeit für mich. Und so. Aber, ne, weiß Bescheid, ne? Tschüss, man sieht sich demnächst wieder. Bis morgen, Süßi. Hau rein. Ja, das war die Verlobung. Sie hat meinen Ring angenommen. Ich habe jetzt eine Frau fürs Leben gefunden. Deswegen wohnt sie auch direkt neben mir. War alles geplant. Seit Anfang an, dass sie einfach meine neue Frau wird. Und bald ist es soweit. In einem Jahr können wir heiraten oder so. Wird super. Optimal. So, Hochzeit steht schon mal fest. Wunderbar. Und Dishan muss los, alles klar. Tschüss. Wie geht's dir? Optimal. Ich habe gerade eine Frau fürs Leben gefunden. Besser kann es nicht sein. So, bist du da nicht da gewesen an dem Crossing New News? Bist du da? Ich glaube nicht. Nee. Dann suche ich jetzt den nächsten aus, ja. Und als nächsten, nehmen wir mal die Karina. Du bist da, ne? Ja, nehme ich mal an. Oh shit, hab aus Versehen ausgemacht. Neuer Dota Code wird eingereicht. Okay. Gut zu wissen vorher. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Airport. So. Aber auf jeden Fall hat es heute was gebracht hier, der Stream. Zum einen Trita vom Auszug gerettet. Und mit Eleonore verlobt. Besser kann es gar nicht sein. Ja, hi, ja, moin. So, und wir reisen zur nächsten Insel von euch. Per Online-Spiel natürlich. Wir erweitern unser Spielerlebnis. Bin nicht weg. Okay. Okay. Sehr gut. Alle da bleiben. So. Ja, da ist der neue Code, okay. Jetzt hat mir nochmal eine neue Einsendung gemacht. Und den Dodo-Code geben wir gerne für dich ein. Ist gar kein Problem. Lieber Bodo. So. Bin so froh, dass es dieses System mit den Dodo-Codes gibt. Weil jeden von euch erstmal auf der Switch adden zu müssen. Boah, das wäre echt belastend. Zum Glück gibt es die Dodo-Codes. Und der Code, der funktioniert nicht. Ja, geil. Ja, entweder habe ich einen Fehler gemacht oder der Code ist schon wieder dicht. Schrott. Ich probiere es nochmal. Aber es ist auch so nervig. Jedes Mal muss ich jetzt wieder mit dem Talken 3 Stunden. Ich kann mich jetzt mal aufregen. Wieso gibt es kein Feld mit neuen Code eingeben? Wie kann man denn so? Ich verstehe es nicht. Wenn ich da arbeiten würde, sowas würde ich nicht durchgehen lassen.
würde so lange streiken, bis alle das einbauen, meine Arbeitskollegen. Selbst wenn ich dafür nicht zuständig wäre, in dem Bereich. Das kann man doch nicht geben, ey. Ich muss ja wieder 3 Stunden speichern. Wofür speichert der überhaupt? Der speichert gleich eh nochmal, wenn ich unterwegs bin, also. Und bitte nicht in den Chat schreiben. Dafür haben wir extra das Formular, damit eben keiner nachjoint. Habe ich mir jetzt kopiert, aber genau deswegen nicht in den Chat schreiben, weil ich gerne alleine die Insel besuche, nicht mit 120.000 anderen Leuten. So, okay, alles schwarz, sehr gut. Gehen wir jetzt den Code ein. Okay. Okay, sorry, kein Ding, aber trotzdem. Deswegen haben wir das Google-Formular, damit er da rein kann. Und jetzt geht's auch. Sehr schön. Jetzt können wir joinen, Leute. Abflug. Jetzt bin ich gleich sehr gespannt, wie die Insel so aussehen wird von Carina. 194 Rübenpreis, Gönnung. Ist dein aktueller okay? Ja, ist schon ganz nett, aber wie gesagt, unter 300 möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Moin erstmal an dich. So 300, 400, 500, das ist optimal. Aber nicht mal 200, das geht noch nicht. Das ist zu wenig für mich, da war ich lieber noch ein bisschen. Hab ein Goldzimmer, oha. Ja, das muss ich auch mit dem nächsten Mal angucken. Aber wie gesagt, ich kann dich nicht jeden Stream besuchen, Deshan. Ab und zu, wie gesagt, ne. Aber nicht dauernd. Aber auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ein Goldzimmer, ja. Da flext du auf jeden Fall ein bisschen. Ja. Na, dann alle Pius, mal eine bescheidene Frage. Spielst du nur noch das Game? Nö. Nein. Ich glaube, beim letzten Mal, was haben wir letztes Mal nicht gemacht? Ja, gut, da haben wir Animal Crossing gespielt. Ne? Davor habe ich Mario und so gespielt. Ja, aktuell ist halt Animal Crossing das Hauptding. Ne? Was soll ich sonst spielen? Also, das 20. Mal Mario Kart ist. Was heißt das 20. Mal? Das 500. Mal. Mario Kart ist halt irgendwie auch so. Ja. Aber nein, ich habe nicht nur Animal Crossing geplant in Zukunft. Boah, das meinte ich. Aber ja, wenn Nintendo einfach sonst nichts bieten tut, ist ja das einzige Spiel, was halt irgendwie aktuell so ein bisschen beliebt ist. Bei euch, bei einigen zumindest, und bei mir auch. Alles andere, ne? Ja, alle zocken das Gleiche. Ja, was willst du dann spielen? Mario Maker ist tot. Das haben die komplett versaut. Indem sie keine Updates gebracht haben. Mario Kart 8 ist halt einfach, ne, der Port von 6 Jahren. Immer noch dasselbe. Splatoon ist auch tot. Ist einfach so. Ja, Mario Maker haben sie einfach komplett versaut, ne? Also da war so viel Potenzial. Das haben die sowas von in den Sand gesetzt. Das ist unfassbar. Wie kann man denn so ein Spiel so verhauen, ey? In Sachen Online-Updates und so, ne? Durch Updates hältst du ein Spiel am Leben. Was machen sie? Einmal im halben Jahr kommt ein Update. Ja, wow. Ja, wow. Damit kann man aber nicht die Massen begeistern. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz erstmal zum Wohnviertel. Wie gehen wir da rüber? Okay, über die Brücke. Hier geht's zum Wohnviertel. Alle Häuser nebeneinander, wie man sieht. Aber sie haben genug Platz für den Garten. Zumindest ein bisschen Garten. Hat die auch mal Reile? Ne, hier wohnt Pipo. Sah aus wie das Haus von Mareile. Ja, alle nebeneinander, ja, sehr schön. Und hier ist ihr eigenes Haus. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte zu den anderen Bewohnern. Lotta. Den hat Domi auch, den Horst. Die ist süß. Isolde. Der Hund ist süß. Ab ins Haus erstmal. Zum Beispiel, mir hat er noch nicht besucht nach 3 bis 6 Streams. Das tut mir leid. Meine Bewohnerin hat morgen Geburtstag. Ja, nice. Dann muss ich ein schönes Geschenk kaufen. Wie das hier zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine Fundsache. Mario Maker 2 dachte, dass Domi wirklich 500 Parts bringt. Ja, aber irgendwie war es halt trotzdem irgendwie schnell dann wieder lame, ne? Mario Maker Update. Ja. Ich tippe ja, im Juni kommt das nächste. Einmal im halben Jahr kommt ein Update. Das ist einfach zu wenig eigentlich. Aber was willst du machen? Und irgendwie ist halt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, also, es ist kein Gefühl. Nintendo
ist, glaube ich, der einzige Hersteller, der halt Online-Games rausbringt, die halt nach einem Jahr komplett tot sind. Also grundsätzlich. Klar, da ist Nintendo Meister drin. Weil ich kenne keinen anderen Entwickler. Die machen also Games, wo halt immer so nach Jahren noch Updates kommen für die Games, für die Online-Games. Aber Nintendo ist halt wirklich fast der einzige große Hersteller, der halt wirklich so Online-Games bringt wie in den 90ern. Keine Updates. Wie bei Mario Kart zum Beispiel. Da kam auch nichts. Der Lachs. Warum? Ich weiß, es ist ein, ne, ein Port gewesen, aber trotzdem. Ich will neue Strecken. Splatoon war ja auch nur mehr Not als Gönnung. Ich meine, die mussten da ja Content bringen, weil am Anfang war da ja auch nichts im Spiel. Die drei Maps gefühlt. Ja, ich glaube, es waren vier, oder? Vier, fünf, sechs. Ja, vier, fünf Maps. War jetzt auch nicht so viel. Aber irgendwie Nintendo Games, da ist halt irgendwie der Online-Modus hat irgendwie. Also allgemein, die Online-Games sind immer so nicht so lang. Es sind keine langfristigen Games, das stört mich so ein bisschen. Weil sie halt einfach kein Game haben, weil sie einfach mal so ja easy so vier, sechs Jahre. Ja, sechs Jahre ist ein bisschen übertrieben, so also 4 Jahre oder so einfach mal mit Updates versorgen. Ist halt voll schade irgendwie. Und deswegen ist halt die Auswahl an Spielen, die du halt immer so spielen kannst, halt relativ gering. Du kannst dich immer nur an einem Spiel so ein bisschen klammern. Weil alles andere hast du einfach schon so 100 Mal gespielt. Ja, moin. Ja, moin. Alles andere hast du eben schon so 100 Mal gespielt. Und deswegen, ja. Das mit deinem Mario Maker 2 ist mir gar nicht angezeigt worden. Irgendwie macht da YouTube Probleme. Also wie gesagt, vor 2 Streams hatten wir einen langen Stream mit verschiedenen Games. Splatoon ist auch tot. Ja, da kam ja auch nichts mehr. Haben die eingestellt, die Updates, ja. Nintendo denkt, man spielt ihr Game 10 Jahre. Ja, und gerade, ja. Bei Offline-Games ist ja kein Problem. Mario Bros. Oder so. Aber Online-Games, die leben einfach von stetigen Updates. Und das kann Nintendo einfach nicht. Abgesehen von Splatoon, was aber wie gesagt auch eher so auf Zwang basiert, weil das Spiel ja am Anfang kaum Content hatte, das kam ja alles per Update erst. Aber so ein Game, keine Ahnung, das Fortnite von Nintendo, so als Beispiel jetzt, das wäre halt nice. So ein Spiel, was halt komplett abgeht, jede Woche Updates bekommt so ungefähr, also irgendwas Kleines oder irgendwelche Events oder so. Ich hoffe ja, dass Animal Crossing das Fortnite von Nintendo wird, in Sachen Updates. Nicht vom Inhalt oder so, ihr wisst Bescheid, aber von in Sachen Updates und so. Das ist, da ist das Potenzial da. Weil Animal Crossing besteht ja aus Events, ne? Macht ja Sinn und so. Die kommen ja per Update und so. Wenn die dann noch gut sind und auch schöner Content dazu kommen, kann Animal Crossing das erste wirkliche Update-Game werden und das wäre ganz nice. Dann mal gucken. Auch Smash Bros. Also ich, für mich ist es nix. Da kommen Kämpfer. Einiges ist mega geil, aber ich bin halt kein großer Smash-Fan. Also ich habe es natürlich gekauft und ein bisschen gespielt, aber hype mich halt nicht. Also für mich ist es nix. Da müsste schon Captain Toad kommen. Dann wäre ich im Hype, aber sonst eher nicht. Verbindung kaputt. Ja, schick mir bitte einen neuen Code beim Google-Formular. Danke. Dir. Bei Splatoon 1 habe ich das noch verstanden, aber bei Splatoon 2, ja, der 1er, da hatte ich auch mehr Spaß. Sagen wir mal so. Mach doch in Mario Maker 2 im Versus gegeneinander im Stream, das wäre nice. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Also vor 2 Streams haben wir ein bisschen Versus gespielt. Aber ja, auch da natürlich nicht jedes Mal. Und Animal Crossing ist halt aktuell irgendwie das Interessanteste, weil ich habe bisher noch nicht jede Insel von euch gesehen. Ob ich es jemals hinkriegen werde, ist ja eine andere Sache. Aber, ne, jede Insel ist anders. Jedes Mal was Neues sehen, einkaufen, Items bekommen, optimal. Und, ja, die 100. Oder der 200. Mario Kart 8 Stream wird auch kommen. Aber, ja, ist halt irgendwie auch immer dasselbe, ne. Das ist halt so ein bisschen das Problem an Nintendo. Es gibt halt kein Game, was halt so jahrelang groß im Gespräch ist. Und das ist halt voll schade. Dass es da irgendwie nichts gibt. Echt? Oh man, langsam nervt YouTube mit denen nicht anzeigen, ja? Aber gut, ich hab's jetzt mal nicht im Titel gehabt, ne? Ich hab da einfach nur Mario hingeschrieben, also vielleicht hat's einfach nicht gesehen oder so. Kann ja sein. Bodo, mach schnell.
Ja, der ist immer ein bisschen langsam. So, wir haben jetzt einen neuen Code. Mal gucken, ob die Verbindung jetzt mal nicht abstürzt. Wäre ganz nice. So. Ah, besten nicht vorlesen, Pius. So, das war jetzt ein kleiner Real Talk hier über Nintendo, ja. Muss auch mal sein. Deswegen hoffe ich ja inständig, dass dieses Jahr ein neues Mario Kart kommt. Das wäre halt ultra nice, ne? Weil nach 6 Jahren dieselben Strecken, ich will was Neues. Deswegen hoffe ich einfach auf Mario Kart 9 oder 10. Je nachdem, wie sie es nennen möchten. Oder Super Mario Kart. Ne, das gab es ja schon. Nintendo Kart. Keine Ahnung. Auf jeden Fall neue Strecken, das wäre so schön. Das wäre einfach wieder so ein Spiel, was man dann wirklich wieder jahrelang spielen könnte. Ja. Nein, ich nur den ersten Insel-Code von mir, bin ausgefahren. Okay. So muss los. Schau, Leute, alles klar. Hau rein. Kamik aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und mal an Dario erstmal. Habt ihr noch gar nicht gesehen? Hi. Ja, es ist kritisch, ne? Ein bisschen. Deswegen, ja, spielt halt aktuell ein bisschen Animal Crossing. Was heißt ein bisschen, ne? Am meisten, weil es halt einfach das einzige Spiel ist. Sonst ist bisher ja auch nichts angekündigt für dieses Jahr. Zumindest offiziell. Und immer nur Mario Kart oder Mario Maker ist halt für mich nicht so geil. Pius konnte es 2001, 2 bis Ende 2018 nicht spielen wegen 5K-Leitung. Ja, moin. So eine Drecksleitung, ja gut. Belastend. Belastend. So. Ein bisschen die Jalousien hochgezogen. Ja, Mann. Moin zum zweiten Mal. Hi. Was geht? Moin, moin. Und heute 100 Kalorien. Ja, moin. Optimal. Bin doch auch mal weg, okay. So, das Spiel hat, holt mich halt null ab, ist ja aber Geschmackssache. Jo, aber demnächst wird es auch wieder mal Mario Maker oder Mario Kart geben, wie gesagt, aber aktuell ist halt Animal Crossing der heiße Scheiß sozusagen. Weil alles andere hat man einfach schon 100.000 Mal irgendwie gesehen. So, ab ins Haus jetzt aber wirklich. Ab ins Haus. Obwohl, waren wir da schon? Nee, ich glaube, wir wollten da gerade reingehen, ne, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. War ich da jetzt schon drin oder nicht? Schon wieder so lange her? Voller Empfang, sogar hier oben, ja. Voller Empfang. Ah, hier war ich schon. Okay, gut. Das sehe ich sofort. Da war ich schon. I'm back vom Abendessen. Was hast du schönes gegessen? Hab 10 Weeks too. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Einkaufen. Ja, da war ich schon. XD. Das ist eine Maus. Hallo Mausi. Moin, moin. So, ab zum Laden. Der ist ganz da hinten, ey. Da muss man erstmal halbe Weltreise machen über die Insel. Bis man irgendwann mal da ist. Da ist. Eine halbe Weltreise ist das da hinten. So, ab zum Lookladen. Und dann mal gucken, ob er hier was Schönes für mich hat. Mal gucken. Vorne empfangen sie. Oh. Oi. Was ist denn das hier für ein Schrank? Oh Leute, jetzt seid ihr wieder gefragt. Der Antikschrank. Wir sind jetzt hier bei Baris für Rares. Schreiben Sie Ihre Vorstellung, wie viel das kosten würde. Oder tut, besser gesagt. Wie viel kostet dieser Antikschrank? Schreibt's jetzt in Chat. Wir sind hier bei Baris für Rares bei Pius. Guten Tag. Ihre Schätzung jetzt in den Chat. 50k, 50k. Mhm. Nochmal 50k, 35k. Ja, mal gucken. Wir warten mal ein bisschen. Also ich tippe mal, boah. Da das andere Ding ja schon... Ich sag mal... 60k. 0,003k auf jeden Fall, Tim. 45, 20, 32, 35, sag mal...
55, sag ich mal. 55. Okay. Wir gucken mal rein. Ui. Die Uhr läutet. 37. Okay. Gar nicht mal so teuer. Ich habe mit mehr gerechnet. Boah, würde ich so gerne jetzt kaufen, ne? Hat er kein Geld. Habe ich echt so wenig Geld mitgenommen? Obwohl. Wie viel gibt ihr mir für die ganzen Fossilien? Ja, bisschen Trash. Das habe ich eigentlich auch schon genug erstmal. Wie viel gibt ihr mir dafür? Ah, 14k, das reicht nicht. Ja, dann halt nicht. Ich war am nächsten, ja, läuft. Ich dachte, das kostet mehr. Wie findest du die Einkaufsmalle? Hab noch nicht so viel gesehen. Guck gleich mal rein. Und sonst so eher nicht so geil. Vielleicht eine gute Tapete oder so. Mal gucken. Na, eher nicht. Eher nicht. Donald nicht. Drecksladen hier, Saftladen, raus hier. Nepp und Schlepp sind mega gut im Marketing. Und im Abkassieren. Hä? Hallo? Wie spät ist das bitte hier? Ah ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Oliv. Ja, aber dann noch ein bisschen länger. Einfach 2 Stunden vorgestellt. Die wollten mich fast rausschmeißen hier aus dem Laden, ey. Das wäre lustig gewesen. Wow. Gut, Kick wird nichts mehr hier. Belastend. Gehen wir mal hier lang. Alles dicht hier schon wieder. Hier sind 2 Fossilien. Graf mal aus. Naja, um 13k verschätzt, ja. Hier ist sonst noch nichts, okay. Tote Hose. Aber ich muss sagen, ich finde die Bewohner, das Bewohnerviertel schon ganz nice. Also, sieht schon ganz lustig aus, muss ich sagen, ja. Doch, doch. Und hier hinten ist halt wie New Leaf, ne? Da war die Einkaufsmeile ja auch ganz hinten am Rand. Ganz oben, besser gesagt, ja. Erinnert ein bisschen an die Einkaufsmeile, wie sie schon gesagt hat, ja. So, raus hier. Das Stadtlogo. Ja, sonst ist hier bisher noch nicht so viel. Gehen wir da hinten an die an den Campingplatz, ja. Mhm. Oh, das ist ganz süß hier. So 2 Flussgabelungen. Und dort oben ist der große Wasserfall. Und ein Fischi. Hallo Fisch, was geht? Ist das ein neuer Fisch? Wir werden sehen. Ich versuche mal zu angeln. Ja gut, von hier nicht. Aber fast ganz knapp. So ganz langsam. Fischi, wo bist du? Fisch. Ah, ein bisschen weiter rechts. Da, komm. Komm zu mir. Und da ist auch der kleine Mini-Strand bei ihr. Ach komm. Komm noch her. Jetzt aber. Oder? Komm, dreh dich ein bisschen um. Yes. So, jetzt aber. Und da ist er. Ist es was Schönes? Ja, moin. Der Stream ist nicht synchron. Was meinst du damit? Der Stream hat immer eine Verzögerung von ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Ist ganz normal. Eine neue Schildkröte. Nice. Die ist super. Die ist super. Dann hat nämlich meine aktuelle Schildkröte einen neuen Freund fürs Leben. Dann ist sie nicht mehr ganz so alleine.
sondern hat endlich einen Partner fürs Leben gefunden. Wie ich und Eleonore. Fantastisch. So ein romantischer Stream heute. Unfassbar. So, und sonst haben wir, glaube ich, alles gesehen hier bisher. Ich bin sehr gespannt, wie sich deine Insel sonst so entwickeln wird. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal auf ihren Pass. So, Pass ansehen. Ein Zimmer Partylöwin. Zumindest bisher, ne? Obwohl, hast du nicht schon zwei Zimmer? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, tschüss. War nett hier. Bin sehr gespannt, wie sich deine Insel so weiterentwickeln wird. Kannst du ja demnächst so ein paar Wochen nochmal einschicken. Oder wenn du einen geilen Rübenpreis hast, ne? Dann natürlich schon vorher gerne. Und sonst mal gucken, ne? Dann mal gucken. Ja. Dann mal zurück hier. Und Anwalt Toad, Dankeschön für 2,29 €. Aber deine Nachricht ist, muss ich sie verstehen? Und nein, wir knallen hier keine Kinder ab. Wir knallen überhaupt keinen ab hier. Sind gewaltlos unterwegs, ja. Sowohl Animal Crossing als auch Real Life, ja. Deine Nachricht versteht zwar nicht so ganz, was du jetzt damit unbedingt sagen möchtest, aber danke für 2,29 € und gerne ein paar Herzen und Pilze im Chat, wie Tim, X2 und Skillman es schon getan haben. Und moin an Chris, moin, hi. So, zurück bei Toad Island. Nein, Verbindung unterbrochen bei mir, oha. Zurück auf Toad Island, meiner ganz netten Insel. So, und für meine Schildkröten machen wir jetzt mal was Neues. Und zwar schicke ich meine eine Schildkröte aus meinem Haus raus und baue denen was Schönes. Passt auf, Leute. Jetzt wird's kreativ. Jetzt wird's krass. Passen Sie auf, Leute. Wo ist das Overlay her? Das habe ich selber gemacht, Mira. Bin hier krasser Grafikdesigner, ja. Nee, einfach mit Photoshop und so. Selber gemacht. Ist auch nicht so schwer. Wenn man sich mit dem Programm ein bisschen auskennt. So. Wir machen jetzt was Schönes für unsere Schildkröten. Und zwar ziehen die jetzt um. So. Was machst du da, Rudi? Oh, Rudi, ja, machst du ja richtig Dance hier. Arme aus dem Fenster, Wochenende. Oh yeah, was ist mit dir denn los? Rudi, geht's dir gut? Okay, ja, sehr schön, ey. Rudi feiert sein Leben richtig hart heute, okay, sehr schön. Sehr schön, so. Jetzt sind die Schildkröten dran. Und zwar baue ich den Schildkröten jetzt eine kleine Insel. Passen Sie auf, Leute. Wir bauen den Schildkröten jetzt eine Insel. So. Bauarbeiten beginnen mit dem Bearbeitungstool. Machst du mir auch eine? Was soll ich denn machen? So. Ja, hier so hin. Irgendwie so mittig. So. Mit dem Wasserbearbeitungstool. Los geht's. Und zwar, hier ist ungefähr die Mitte, ja. So. Das wird wunderschön. Abrunden, ja. Nein, nicht so. Obwohl. Kann man schon so machen. Ja. Ja, warum nicht auch so? Geht auch so. So, jetzt soll da eine hin. Ah, nicht präsentieren, Junge. Stopp. Noch nicht freilassen. Bloß nicht. Die sind selten. So. Ah ja. Man kennt ihn. Platzieren. So, irgendwie sowas.
das werden. Hat jemand Blumen zum Tauschen? Ja, Blumen, gute Idee. Die sollen da noch hin. Und zwar habe ich da... Oh, hallo, Loch. So. Nehmen wir mal die hier. So. Ein paar Blumen. So, und dann wird das unsere kleine Schildkröteninsel. Ja. So, ich bin hier Animal Crossing Profi-Typ. Obwohl. Dann sehen die sich untereinander gar nicht mehr, ne? Ich weiß auch nicht. Müssen wir mal gucken. Ah, nicht präsentieren, Junge. Nintendo. Ist das gut? Doch von weit geht das klar, oder? Oder Leute, was meint ihr? Ist das ganz. Kann man das einfach mal so machen? So eine kleine Schildkröteninsel? Oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Machst du mir auch ein Overlay? Ja, das dauert ein bisschen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt für dich machen soll. Weil ich will ja nicht, dass du dasselbe hast, weißt du? Ich glaube, da kannst du auch selber so ein bisschen kreativ werden. Ich glaube, du schaffst das. Ich glaube an dich. Sieht gut aus, danke. Mal gucken. Vielleicht auch so eine Palme da. Oh, wow. Ah, ich habe was vergessen. Und zwar, man könnte hier auch mit dem Boden so ein bisschen spielen. Ist ein bisschen so Erde oder so. Obwohl, ich glaube, Grün ist auch ganz nice, weil es da so abgerundet ist. Und Mona Maya, hi, moin Pius. Ich bin nach einer langen Zeit auch mal wieder da. Ich bin nach einiger Zeit auch wieder da. Moin. Es gibt zwei Schildkröten. Ja. Also, es gibt also zwei Arten. Ah. Schnappschildkröten und Weichschildkröten. Ja, wieder was gelernt hier. So, ich würde sagen, boah, lass mich mal so, oder? Ja, kann man machen. Dann reißen wir wieder ab hier. Und zwar den Weg dorthin. Die sollen da schön alleine bleiben, die Schildkröten. So. Yay. Yeah. Ja, fürs Erste ist es doch ganz nett. Jetzt haben unsere Schildkröten viel Spaß und sind nicht mehr irgendwo draußen, nicht mal im Haus, sondern schön draußen an der frischen Luft. Sehr schön. So, und ich glaube, ich habe wieder was im Briefkasten, deswegen gehen wir mal ganz kurz zum Briefkasten. Ja, ja. Ganz kurz zum Briefkasten. Rudi macht immer noch Sport. Sehr schön, er lässt sich durch nichts einschränken, macht immer noch einen Sport, ja. Oh, da ist doch gar nichts. Okay. Aber im Haus wollte ich nochmal was machen. Ja. Da wollte ich noch was machen. Rudi hat bei mir das gleiche Outfit an und macht gerade das gleiche wie dein Rudi. Ja, die machen immer Sport. Ja, hier mein Teppich ist neu. Und der Hamster, der ist auch neu. Den hatte ich beim letzten Mal noch nicht. Hallo, Hamster. Oh, wie süß, oder Leute? Der ist so süß, ne? Im Haus sind die Viecher. Da ist eins. Wo ist meine Katze? Polly, hallo. Polly ist draußen. Die hat Spaß mit Rudi oder so. Und meine Küche. Die hat neue Tapete. Und das neue Regal. Ich glaube, das war von Döschern. Da kann man nämlich zwei Küchengeräte hinstellen. Das ist optimal, um ein bisschen was vom Boden wegzubekommen. Ist das Regal einfach nur fantastisch. Ja, und sonst hat sich hier nicht so viel getan. Das ist auf jeden Fall meine Küche aktuell. Ich bin schon relativ zufrieden. Ja, ist schon ganz nice. Ein Bewohner von mir hat mal Yoga gemacht. Ja, das machen die bei mir manchmal auch. Ja. So, ein neues Beet angefangen, ja? Sehr gut, du bist ein guter Gärtner. Ja, sonst ist hier jetzt nichts neu. Und was auf meinem Dachboden passiert, Leute, das seht ihr bald. Bleibt gespannt.
Da habe ich was Schönes mit euch geplant. Ein, ja gut, Format würde ich es nicht nennen, aber zumindest ein Special Event wird es auf jeden Fall sein. Und was es sein wird, ja, das seht ihr bald. Verpasst es auf jeden Fall nicht und abonniert dazu gerne den Kanal. Und aktiviert die Glocke, damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst, ne? Ganz wichtig, ja, ja. Die Glocke ist wichtiger, als man denkt, weil YouTube zeigt nicht immer alles in der Abo-Box an und so. Ja. Und moin noch an Dom Ten Reactions. Hi. Es liegt hier einfach so viel Müll rum. Es ist unfassbar. So viel Müll. Da fällt mir nichts so ein, ey. Ja, und um den ganzen Müll werde ich mich jetzt mal die nächsten Stunden kümmern. Und dann, ja, sehen wir uns demnächst wieder zu einem neuen Animal Crossing Stream. Jetzt habe ich erstmal Hunger und will was essen. Und dann habe ich noch was anderes zu tun. Und dann irgendwann räume ich auf. Und morgen, ja, geht's weiter. Morgen Vormittag habe ich geplant einen größeren Stream. Animal Crossing, Mario und sonst was. Morgen ist für jeden was dabei. Morgen ab 11 Uhr, 12 Uhr werden wir sehen. Morgen größer Stream, weitere Inseln, andere Games. Wir werden es sehen. Morgen habe ich viel Zeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffe ich. Falls ihr noch keine Schule habt oder so, noch zu Hause seid, dann ist morgen der richtige Zeitpunkt. Und so. Und sonst halt nicht. Gut. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und sehen uns dann morgen wieder. Oder so. Tschüss und haut rein, ihr Toads. Ich hab jetzt Hunger auf eine Rübe. Hab ja nur ein paar. Mein Garn sieht aus, als wäre hier irgendwie eine Bombe eingeschlagen oder so. Eine richtige Müllheide. Okay, tschüss, haut rein.